Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 266. Mein Name ist René, außerdem heute mit am Start der Herr Marvin. Hi, hi. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Basti. Gute. Hervorragend, wie geplant. Ja, auch heute wieder mit Livestream und Live-Chat, wie jeden Dienstag oder an jedem Tag, an dem wir quasi aufnehmen, egal ob das jetzt ein Dienstag ist oder auch nicht. Wenn auch ihr mal live zuhören wollt oder in unserem Chat mitdiskutieren wollt rund um Fragen zur Eintracht, findet ihr alle Infos unter eintracht-podcast.de/live und auch den Link zu unserem Trinkspiel von erfahrenen Trinkern getestet. Und wenn wir auf das Fußballspiel vom vergangenen Wochenende schauen, dann ist Alkohol, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Ich bin immer noch total sickig nach diesem Spiel gegen Mainz. Wie geht's dir, Dennis? Muss sagen, ich lasse Marvin erstmal den Vortritt, das ist sehr schön. Dann halt Marvin. Nö, jetzt fang du an. Nein. Nee, nee, total pissig, auf jeden Fall. Weil? Schön. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Gut, ja. Marvin. Okay, also ich denke, es war gut, braucht man nicht viel zu sagen, wer 2-0 führt und dann so erbärmlich, ja, sozusagen nach natürlich einer blöden Schiedsrichterentscheidung in sich zusammenbricht, das ist schon hart. Vorher fand ich das Spiel aber auch schon nicht wirklich gut, hast irgendwie hinbekommen, 2-0 zu führen. Und ja, aber es ärgert mich natürlich, wie die Mannschaft sich verhalten hat nach diesem, insbesondere auch nach dem 2-2. Das war schon schlecht und sie hat auch dann ja gar nicht mehr ein Spiel gefunden. Die anderen Tore, auch das, der Elfmeter am Ende, fand ich natürlich schwierig, überhaupt nochmal ein Spiel zu finden. Das Ding war natürlich entschieden. Die Schiedsrichterentscheidung war ja auch wieder relativ schrottig, muss man sagen. Also viel zum Ärgern, aber ich ärgere mich diesmal, weil viele Medien ja gesagt haben, sie ärgern sich oder auch viele Leute sich geäußert hatten, die sich sehr über die Schiedsrichterleistung geärgert haben. Ich finde, ja, gehört natürlich dazu, aber das Auftreten der Mannschaft war für mich dann eigentlich auch das Ausschlaggebende, dass du das Spiel natürlich dann auch 4-2 verlierst. Ja, aber ist doch ehrlich gesagt, ne, das ist genau der Punkt. Das ist, also ich kann diese Schiedsrichtergejaule nur bedingt nachvollziehen, denn man muss hier mal eindeutig festhalten, die erste Halbzeit war zum absoluten großen Teil ein Wettlauf, ein Anlaufen der Mainzer gegen das Tor der Eintracht. Da war es über weite Strecken nicht so, dass die Eintracht ein spielerisches Mittel gefunden hat, um sich aus der Umklammerung zu befreien. Das war erbärmlich, was ich da in der ersten Halbzeit gesehen habe. Dass die Eintracht wie aus dem Himmel ein 1-0 macht durch eine der wenig guten Aktionen von Barkok, der das wunderbar eingeleitet hat, den Ball zu Rogota, dass Rogota ganz untypisch für ihn in dieser Saison dann mal das Tor trifft. Damit konnte fast keiner rechnen. Das war die einzig wirklich gefährliche Situation der Frankfurter Eintracht in der ersten Halbzeit. Und er hat es ja noch nicht mal schlecht gemacht. Ja, nein, das war super. Gemacht. Das war gut, auf jeden Fall. Aber dann habe ich gedacht, dann gehst du mit einem 1-0 in die Halbzeit und versuchst dich einigermaßen zu konsolidieren. Dann gehst du raus und schießt sogar noch, und dann triffst du, selbst Seferovic trifft das Tor. Das heißt, du hast von beiden Stürmern, die du auf dem Platz hast, haben beide wirklich das Tor getroffen, was total absurd ist, weil wir das bei der Frankfurter Eintracht eigentlich gar nicht mehr kennen. So, yep. Und spätestens nach dem 2-0 bist du doch klar, jetzt wollen wir den Deckel hier drauf machen. Jetzt sind wir so weit, dass wir hier die 3 Punkte auch mitnehmen. Und dann lässt sich diese Mannschaft aufs Erbärmlichste auseinandernehmen. Muss ehrlich sagen, hätten wir das Ding 2-0 von vornherein verloren, weil die Mainzer besser gewesen wären. Also so, weißt du, 30. Minute 1-0, 70. Minute 2-0, dann wäre das für mich bei weitem nicht so dramatisch und schmerzhaft gewesen, wie dieses Mainzer Fest dann zustande kam. Weil das war echt eine Leistung. Da kann ich mir heute nur mit dem Kopf schütteln und war durchaus sauer. Ja, vor allen Dingen halt so auch noch dann halt wirklich in der Konstellation, wie es am Ende dann war. Ich meine, wie du schon gesagt hast, erstens führst du 2-0 mit Toren von Spielern, die gefühlt irgendwie seit Wochen kein offenes Scheunentor mehr treffen. Ja, da denkst du eigentlich schon, jetzt ist alles möglich und dann nicht nur, dass du dann am Ende den Ausgleich kassierst, sondern du kriegst dann auch noch irgendwie 2 Tore mehr, die ja jetzt auch zum Teil nicht mal so unaufhaltsam waren. Du hättest die ja alle mehr oder weniger verteidigen können. Aber Mainz hat halt einfach den stärkeren Willen an dem Tag gehabt. Und das ist das, was mich fürchterlich aufregt.
Ja, sie hatten halt den absolut barbarischen Willen, an diesem Tag halt wirklich 3 Punkte zu holen. Das muss man ja sagen, das Ergebnis, der Sieg war gerechtfertigt. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, weil die einfach mehr Biss hatten. Und die haben sich diese Spiele aber natürlich durch die 2 Schiedsrichterentscheidungen, die irgendwie auch zu Toren, Gegentoren, also für die Eintracht geführt, gegen die Eintracht geführt haben. Das ist natürlich total bitter, das muss man so sagen. Aber das wird auch bestraft, dass du nicht diese absolute Bissigkeit hattest, die dein Gegner einfach hatte. Ja. Basti, was sagst du denn dazu? Ich lasse euch mal reden. Ich habe probiert zu ignorieren. Ja. Und glaube auch, dass die Leute es jetzt von mir nicht mehr hören wollen, dass ich trotzdem noch positiv gestimmt bin. Ich kann ja alle verstehen, die sauer sind, aber ihr werdet auch alle verstehen, dass ich mich davon nicht anstecken lasse. Und dann holen wir dich einfach nachher dazu, falls du dann wieder was Positives sagen willst. Man kann doch ein paar positive Sachen sagen, Basti, oder? Den der Gotha da gemacht hat, das war das, was ich einer der letzten Wochen meinte, dass er eine gute Abschlusstechnik hat. Das hat er da gezeigt, finde ich. Hm. Dann, gut, dass der Ferovic trifft, das ist mir eigentlich egal, weil der ist ja eh weg und von ihm kann man sich auch, der ist zu sehr Wundertüte geworden, als dass wir jetzt sagen könnten, oh, vielleicht kann er im Pokalfinale was reißen. Was ich sagen kann, ist, dass die Eintracht, was mich ein bisschen erschrocken hat, die hat Eintracht nichts mehr entgegenzusetzen, wenn das passiert, was der Marvin gesagt hat, wenn der Gegner bis unter die Zähne motiviert ist, und ich befürchte, das wird Dortmund im Pokalfinale trotz Trainer-Trouble auch sein. Da bin ich ein bisschen ängstlich, was das betrifft, versuche es aber trotzdem noch zu ignorieren, weil ich mir denke, die Eintracht würde eigentlich die Schleife um diese merkwürdige Saison machen, wenn jetzt die letzten 3 Spiele jetzt verliert, also die jetzt Leipzig auch noch, um dann das Pokalfinale 1-0 zu gewinnen. Also das Pokal könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht dann auch noch mit ein bisschen mehr Motivation reingeht, weil es halt eben schon eine ganz andere Konstellation ist, ein ganz anderer Rahmen drumherum. Wobei es natürlich schwierig ist, wenn du jetzt in den letzten 2 plus 1 Spiel, was ja noch vor uns ist, halt nur negative Erlebnisse hast und am Ende mit wahrscheinlich komplett 0 Punkten aus den 3 Dingern da irgendwie rausgehst, was ja jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dann hast du halt bei allen im Kopf diesen Gedanken von wegen am Ende der Saison stehst du auf Platz 13 ohne irgendwas. Ja, die Sache ist aber, ich glaube trotzdem, dass es trotzdem eine einigermaßen logische Erklärung hat, dass eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, dass die sich von einer Mannschaft, die um den Abstieg kämpft, halt dann an so einem Tag auch überrollen lässt mit den Schiedsrichterentscheidungen, die auch dazu kommen. Also ich frage mich, wie man dieses Abseits nicht sehen kann. Tut mir mal bitte einen Gefallen. Wahnsinn. Also, völliger Wahnsinn. Ja, das ist das. Das ist natürlich, aber dann hast du noch keine Ausrede sein. Dann hast du noch 3 andere Tore, ja. Also, na gut, das eine ist auch ein lächerlicher Elfmeter, dann steht es 2-2 so. Ich will nur damit sagen, dass man sich das Spiel auch ganz anders. Das muss man dazu sagen. Ja, man kann das trotzdem logisch erklären. Die Eintracht hat da immerhin 2-0 geführt. Ich kann die Wut von allen verstehen. Ich probiere die trotzdem mir so ein bisschen auszureden, noch, weil ich keinen Bock habe, total down nach Berlin zu fahren. Und ich hoffe einfach jetzt, dass die Spiele gegen Wolfsburg und Mainz nicht das aktuelle Leistungsvermögen darstellen, sondern dass die einfach so ein bisschen die Eintracht so ein bisschen halt schleifen lassen, vielleicht sogar, weil die von diesem Pokalfinale auch so ein bisschen im Kopf auch überrumpelt wurden und dieser Hype, der dann da drum entstanden ist, und dann triffst du auf 2 Mannschaften, für die es um alles geht, bist dann eigentlich, hättest du trotzdem beide Spiele auch gewinnen können, locker. Und gewinnst es dann nicht so. Was mir trotzdem Hoffnung macht, ist, dass die Eintracht diese Phase, die sie hatte, als sie dann gegen Augsburg gewinnen mussten und trotz auch wieder zurücklagen und wir alle gedacht haben, Gott, die Saison geht komplett in die Grütze und wir geraten echt nochmal da unten rein, dass sie es da auch geschafft hat und dann auch in Gladbach das geschafft hat. Das heißt, ich habe keine Angst, dass die Mannschaft nach Berlin fährt und das Ding vorher schon entschieden ist, sondern ich traue der Mannschaft weiterhin zu, dass sie das Pokalfinale gewinnen kann. Und das ist für mich am allerwichtigsten. Und da brauche ich natürlich auch so ein bisschen diesen Verdrängungsmechanismus. Das wird mir jeder verzeihen, dass ich jetzt nicht mir komplett vor Augen führe, dass die Eintracht echt eine üble Rückrunde spielt. Ja. Also das eine würde es ganz gerne mal komplett trennen. Also dass wir jetzt schon wieder über Berlin sprechen, ist für mich ehrlich gesagt absolut irrelevant, weil für mich geht es um das Spiel Mainz und ich sehe das ganz genauso. Das ist nochmal it's a whole different ballgame, wenn es ins Pokalfinale geht. Da wird sowieso noch, da wird alles nochmal neu gewürfelt und wir fahren definitiv nicht nach Berlin und lassen uns hier einfach ohne weiteres die Butter vom Brot nehmen. Da wird sich noch was ändern, aber ich will jetzt um die letzten beiden Spiele sprechen, mit den letzten beiden Spiele oder ganz maßgeblich über Mainz, und da bin ich einfach sehr
ärgerlich, denn ich kann es nicht nachvollziehen, dass die Eintracht hier in den Abstiegskampf dementsprechend eingreift und halt nicht alles gibt. Das ist für mich ehrlich gesagt ein großes Ärgernis. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass eine Mannschaft es nicht schafft, sich dementsprechend zu motivieren. Und ehrlich gesagt ist es nicht nur ein Nachteil für die, die unten stehen. Denn es ist, wie ich letztens getwittert habe, es hört sich blöd an, aber ich habe das getwittert. Hamburg kann traurig sein, dass die nicht noch gegen die Eintracht spielen müssen am 34. Spieltag, weil dann hätten die 3 Punkte sicher. Aber genau das ist das Problem, dass sie sich auch nicht vergegenwärtigen oder dass sie es auch nicht gebacken bekommen, diese Motivation hinzubekommen, dass sie halt auch um den Rang kämpfen, der im Endeffekt auch zu mehr Geld führt. Man darf nicht vernachlässigen, je weiter wir runter in der Tabelle rutschen, desto mehr, so 1,5 bis 2 Millionen sind nächstes Jahr weniger im Pedo und in der Tasche, die wir dann irgendwie nutzen können, um die Mannschaft weiter zu verstärken. Und das ist einfach ein ungemeines Ärgernis. Nicht nur, wenn ich auf die Rückrundentabelle gucke, wo wir absolut 18. aktuell sind, weil ich total erbärmlich finde. Aber da haben wir übrigens noch die Chance, nach oben zu rutschen, wenn Leverkusen jetzt nochmal verliert und wir dann das letzte Spiel vielleicht gewinnen sollten, dann sind wir 17. Das würde mich schon freuen, muss ich sagen. Kurzfristige Ziele. Halt, ansonsten ja, natürlich. Haben wir die gleiche Bilanz wie Ingolstadt in der Hinrunde. Ja, natürlich. Und ich verstehe, die Sache, es gibt so viele Gründe, die du rational anführen kannst, wo du sagen kannst, natürlich spielen wir aktuell sehr schwach, weil wir unglaublich viele Verletzte übrigens einfach haben. Es ist halt einfach so, dass es komplett raus wird. Ja, für eine Mannschaft, die eh nur bedingt Erstliga tauglich ist. Dir fehlt halt echt 3/4 eine Abwehr, einen dünnen Kader und dir fehlen 3/4 von der Stammabwehr. Das macht sich bemerkbar. Die Sache ist, aber die trotzdem kann das nicht als ultimative Entschuldigung gelten. Das geht den Auftritt gegen Wolfsburg. Ja, aber warum? Und warum? Weil wir 2-0 führen. Und das ist genau der Punkt. Hätten wir von Anfang an hier ein Spiel gesehen, wo wir massiv unterlegen waren, wo wir irgendwie wirklich mit 0-2-3 untergegangen, dann wäre das für mich ein klareres Ergebnis gewesen, als dass wir überhaupt 2-0 führen und dann zu blöd sind und uns noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Naja, du musst auch dazu sagen, dass wir so effektiv jetzt bis dahin auch waren. Klar haben wir 2-0 geführt und haben uns dann die Butter vom Brot nehmen lassen, aber du hast eigentlich von Anfang an gesehen, auch wenn wir am Anfang durchaus ein paar Torchancen hatten, die wir hätten machen müssen, dass du gesehen hast, dass der Wille bei Mainz von Anfang an größer war. Das verwundert mich aber nicht, ehrlich gesagt. Das verwundert mich nicht. Basti, sorry, erzähl du erst. Nee, ich wollte nur ganz kurz anmerken, das verwundert mich nicht. Ich glaube, wenn es umgekehrt gewesen wäre und die Mainzer Mannschaft wäre gerettet gewesen und die Eintracht spielt zu Hause gegen Mainz und spielt um alles, hätten wir auch gewonnen. Das ist blöd. Und da unterscheidet sich für mich auch so ein bisschen zum Wolfsburg-Spiel trotzdem. Weil Wolfsburg war eine Mannschaft, der hast du überhaupt nicht angesehen, dass für die um alles geht. Die waren quasi tot und der Eintracht ist nichts eingefallen. Gegen Mainz hast du gesehen, okay, die haben sich dann irgendwie, die haben echt gekämpft. Die Eintracht hatte nichts entgegenzusetzen, führt trotzdem 2-0, da ist das, was der Marvin sagt, richtig. Wenn die Eintracht diese Saison eigentlich eins gezeigt hat, dass die wenigstens kompakt stehen können, egal wer da in der Abwehr spielt. Und das hat mich ein bisschen erschrocken, dass das nicht stattgefunden hat. Wenn du überlegst, egal ob es Abseits war oder nicht, wie hoch die Eintracht stand bei diesem Tor, das ist schon, keine Ahnung. Aber ich glaube, Basti, dass das die Taktik war, das so auch zu spielen, denn das gelingt ja, die Eintracht ist wirklich eine sehr effiziente Mannschaft ins Abseits stellen. Ich denke auch, das war ein Schock. Du hast ja auch gemerkt, viele dieser Angriffe konnten gar nicht so stattfinden, wie die Mainzer das wollten. Und die Eintracht hat das, denke ich, gar nicht so schlecht hinbekommen. Wir haben ja, klar, die Mainzer waren auch nicht gut drauf und sind auch nicht wirklich ganz, sozusagen jetzt hier der Angstgegner gewesen, wo man sagt, oh Mann, die sind so stabil, die spielen uns in Grund und Boden. Man muss aber auch sagen, die Eintracht hat ja nicht viel zugelassen. Und die Situation, die sie zugelassen haben, hat Radetzky, den ich auch nochmal hervorheben will, eigentlich ganz gut gehalten, bis auf bei ein, zwei Stellungsfehlern, auch bei den Toren, wo man drüber streiten kann. Aber prinzipiell hat er eine solide Leistung gezeigt. Ich muss sagen, natürlich, auch wenn man immer sagt, diese Schiedsrichter, der Leistung hatte jetzt keine Auswirkung in dem Sinn, dass man sagen kann, oh, das darf nicht sein, dass die ganze Mannschaft zusammenbricht. Aber die Taktik war meiner Meinung nach schon darauf abgestellt, weiterhin die Leute ins Abseits laufen zu lassen. Und was ja auch gelungen wäre in der Situation wieder, wäre ein Angriff gewesen, wäre verpufft. Du hast natürlich das gibt Verunsicherung und die Eintracht ist einfach auch nicht stabil. Das muss man ihr vorwerfen. Dadurch ist natürlich das gesamte, nicht ganz stabile Gerüst dann zusammengebrochen. Dann fängst du 2 Minuten später es 2-2. Damit war es dann komplett gelaufen. Aber ich denke schon, die Taktik ging ja vorher auf. Die Angriffe sind hinten, die Spieler von Mainz sind ins Abseits gelaufen oder wurden gar nicht angespielt, weil sie eindeutig im Abseits standen. In der Situation wurde es
Regel wäre es auch regelrecht gewesen, dass es abseits ist, wurde nicht gesehen, hat die ganze Situation natürlich dann etwas zum Wackeln gebracht und ja, dann, wenn du natürlich das Tor fängst, ja. Ist schwierig, ist sehr schwierig. Hm. Also sehe ich aber, sorry, aber es ist für mich teilweise selektive Wahrnehmung hier, denn das Grundproblem war auch bei der schwachen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei der beim schwachen defensiven Mittelfeld, was es nicht geschafft hat, sich grundsätzlich, wurden wir in der ersten Halbzeit, konnten wir uns kaum aus der Umklammerung befreien. Und grundsätzlich war es auch da das Problem, dass das defensive Mittelfeld es nicht geschafft hat, die Bälle weiter sinnvoll nach vorne zu tragen. Das stimmt. Wir hatten über große Teile überhaupt gar kein Offensivspiel. Hm. Und wo es weder Tavata noch Gacinovic und Embarko übrigens erst recht nicht. Ja, natürlich hat er die Flanke zum 1-0 gegeben, aber ansonsten war das auch ein schlimmes Spiel. Das ist echt für mich einer der Punkte, wo ich wirklich nicht verstehen kann, warum der überhaupt noch auf dem Platz ist. Der tut sich aktuell auch nicht gut und das muss auch mal irgendwann Kovac einsehen. Das ist wirklich momentan ein Unsicherheitsfaktor im Spiel, der auch sehr viele Pälle vertändelt hat. Und da gibt es einfach so viele Punkte und deswegen sind wir nie aus dieser Umklammerung rausgekommen. Und dass natürlich die Abseitsfalle, wie du vollkommen richtig gesagt hast, über weite Teile des Spiels vielleicht ganz gut funktioniert. Aber das kann nicht das Ziel sein, dass wir die ganze Zeit nur darauf spielen. Wir müssen selber Akzente setzen, auch gerade gegen einen, man kann immer sagen, Rivalduell, Derby, was weiß ich, wie auch immer. Aber gegen den potenziellen Absteiger, sagen wir es doch so, wie es ist. Das hat ja damit und jetzt das zu tun. Natürlich auch. Und das hat mich einfach ein bisschen geärgert. Und da muss ich einfach sagen, jetzt geht es auch schon wieder. Ich muss echt sagen, am Samstag war ich komplett fuchsteufelswild, was für mich absolut indiskutabel war. Und da musste wirklich drei Viertel der Mannschaft musste wirklich mal schütteln. Aber es gab auch Entscheidungen, die mich auch ansonsten irgendwie ratlos zurückgelassen haben. Zum Beispiel habe ich nicht verstanden, warum in Rebic erneut nicht gestellt wurde. Dann habe ich aber auch nicht verstanden, dass Rebic kaum im Spiel erstmal eine gelbe Karte kassiert, dafür kein Bundesliga mehr machen wird. Also es waren sehr, sehr viele richtig beschissene Aktionen dabei. Da muss sich jeder auch wirklich mal die Nase fassen. Das ist ja auch kein Problem. Wir sind ja in einer sicheren Situation. Wir können maximal noch schlimmstenfalls Zwölfter werden. Ja? So ist es halt. Das ist ja für die Eintracht eine normale Saison. Aber man muss auch Farbe bekennen, man muss auch mal deutlich sagen, das und das ist scheiße gelaufen. Und das müssen die Spieler jetzt auch tun, denn daraus wachsen sie auch. Hm. Dann stimme ich dir voll zu, Marvin, auf jeden Fall. Ja, und dann können wir das auch irgendwann abhaken, dann ist die Sache auch gegessen. Aber so Spiele, ich meine, man darf auch nicht vergessen, vor einem Jahr haben wir auch gegen Mainz gespielt und da waren die Mainzer scheiße und wir haben die 3 Punkte von denen geholt. So, es war genau die gleiche Situation, nur andersrum, weil Mainz zu der Zeit halt für die ging es um nichts mehr und da ging es für uns um alles. Also ich meine, und so ist es halt. Es sind halt auch diese 5% plus Motivation, die der Basti auch vorhin angedeutet hat, wo du halt diesen Abstiegskampf einfach komplett drin hast und da irgendwie rauskommen willst. Und das fehlt dann natürlich, wie bei einer Mannschaft, bei der Eintracht, wo es halt um Positionierung geht, aber nicht mehr um Abstieg und Aufstieg. Ne? Mhm. Aber nach deiner Ausführung ist es ja schon so, dass ein großes Defizit am Wochenende auch wieder unser defensives Mittelfeld war, was natürlich jetzt einmal durch Mascarell noch geschwächt ist, dass er nicht spielen kann, Hasebe nicht spielen kann und dann auch die Spieler, die jetzt aufgestellt werden konnten, einfach den sozusagen diese Position nicht so spielen können, dass sie eben in so einem wichtigen Spiel dann auch die Akzente setzen können. Ne? Also das ist ja dann wieder ist wieder Kaderplanungsfehler. Genau. Das ist im Endeffekt egal, ob wir uns wiederholen, aber wenn es uns immer wieder so dargelegt wird, dann muss man es auch ansprechen dürfen nochmal. Das ist trotzdem fahrlässig gewesen, was da gemacht wurde. Das war vor der Saison fahrlässig, das ist im Winter noch fahrlässiger gehandelt worden, indem man statt noch einen dazu zu holen, einen abgibt und jetzt hast du den Salat. Da ist eigentlich keiner. Wenn du überlegst, die Eintracht wäre, glaube ich, mit der ersten Mannschaft, wenn es keine Verletzungen geben würde, wäre das nicht passiert. Das kann man, glaube ich, trotzdem so festhalten. Du hast einen Hasebe gehabt, der wirklich Stabilität da reingebracht hat. Der bricht dir weg. Weil Lecho hat eine überragende Saison gehabt. Oh, der bricht dir weg. Mascarell hat sich in die Laptops von allen Scouts gespielt. Der bricht dir weg. Du hast halt wirklich, auch was Spieleröffnung betrifft und Ruhe am Ball, wenn die das wegbricht, Marvin hat es angesprochen, Barkok kann das nicht leisten, selbst Gacinovic, der in diese Rolle reinwachsen sollte, kann das auch nicht so schnell machen. Da hat er selbst auf seiner Stammposition noch Probleme gehabt. Das sind alles Dinge, die hätte man trotzdem, glaube ich, vermeiden können, indem man vielleicht wenigstens einholt. Und es hätte ja sogar gereicht, wenn du einen Typ geholt hättest wie Marke Injowski, wo du weißt, okay, der wird uns jetzt keine großen Stücke hier rausreißen, aber der ist mal für 3-4 Spiele kann der einen soliden Abräumer wenigstens spielen. Selbst so einen haben wir ja nicht. Also, das ist genau der Punkt.
Wir haben mit Chandler schon auf der 6 gespielt. Das, meine Güte, der kann von mir aus rennen und alles, aber der ist mit Sicherheit kein Sechser. Und dann Michael Hector hat, glaube ich, auch schon Sechser gespielt, wo du denkst, wo soll der noch die Bälle hinbolzen? Gefühlt hat irgendwie jeder schon mal auf der 6 gespielt in der Saison. Ja, und das kann ja nicht dazu führen, dass du, wenn du in einer Situation bist, wo du eh an anderen Stellen auch verletzt hast, dann wenigstens Ruhe ins Spiel kriegst, wenn du in deinem Maschinenraum keine Spieler hast, die mal auf den Ball treten können und sagen können, so, Ruhe jetzt, weil du hast ja bei Eintracht echt das Gefühl, dann kriegen die das Gegentor und da ist keiner da. Da kannst du kannst B-Win live wetten, deinen kompletten Monatsgehalt draufsetzen, ja gleich fällt es 2-2. Das ist ja, ganz klar. Stimmt. Wie diese Mannschaft nach diesem Gegentor auf dem Platz war, wusstest du ja, okay, gleich fällt dir auch das nächste. Stimmt, ja. Weil, und das ist ja genau das, was der Marvin sagt, sowas kommt ja nicht durch Pech, sondern sowas kommt dadurch, dass keiner auf dem Platz ist, der irgendwie die Ruhe bewahrt, weil alle sich vielleicht auch ein bisschen verunsichert fühlen durch dieses immer wieder zusammengewürfelte System. Ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie viele verschiedene Aufstellungen diese Eintracht diese Saison hatte. Und das liegt trotzdem nicht nur an den Verletzten, sondern auch an einer gewissen Unausgeglichenheit in der Kaderplanung, die dafür sorgt, dass du auf Ausfall X nicht mit Y reagieren kannst, sondern Z an die eine Seite schieben musst und den anderen wieder dahin schieben musst. Schon hast gut, du drei Positionen verändert. Wer hätte denn gedacht am Anfang der Saison, ja, dass wir eine Aufstellung haben, eine Startaufstellung, bei der Tabata der linke Mittelfeldspieler ist, beziehungsweise der Linksaußen, der Rechtsaußen, beziehungsweise rechtes Mittelfeld Chandler ist, dass wir mit Barkok im zentralen Mittelfeld spielen, Gacinovic in der defensiven Mittelfeld, mit Hector, Abraham und Osipka in der Innenverteidigung. Ja. So, da merkst du doch. Genau. Ja, ja, klar. Ja. Ist alles erklärt, ist alles erklärt. Und natürlich kann sich die Mannschaft dann trotzdem halt zwischenzeitlich in einen positiven, in was Positives hineinspielen, aber sie hat halt einfach nicht die Sicherheit, bei Rückschlägen einfach irgendwie den Weg zurückzufinden. Und das ist halt einfach momentan extrem problematisch. Und das muss aber einem für die nächste Saison komplett die Lehre sein. Ich brauche, auch wenn ich eine zusammengewürfelte Mannschaft bin, brauche ich immer ein Backup. Oh ja. 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 Und zumindest ein Grundkorsett, dass du weißt, da ist ein System da, wenn einer reinkommt, dann muss er halt die Aufgabe von dem anderen übernehmen und einigermaßen das können und nicht sagen, das ist hier alles jetzt durcheinander. Und wir haben, aber vielleicht kann man da auch nichts machen, weil die Sache ist ja die, wenn wir uns jetzt hinstellen würden und sagen können, die Eintracht übergibt die Kaderplanung uns, wir könnten ja jetzt auch nicht einfach 6 Innenverteidiger verpflichten, wenn dir 3 wegbrechen, weißt du? Also, weil wenn dann plötzlich alle fit sind, dann hast du 6 Innenverteidiger. Das ist halt auch blöd. Also du kannst ja eigentlich auch gar nicht den Kader so voll machen, dass du für jede Position Backup hast. Aber du für die Sechserposition war es trotzdem abzusehen, dass es so dünn war. Und da wurde nicht, da kannst du nicht sagen, dass sich jetzt 5 defensive Mittelfeldspieler verletzt haben, sondern da war von Anfang an, war das nicht so gut besetzt. Da waren wir auch überrascht, dass Husch, die dann fest dort eingeplant ist, und am Ende waren wir fast froh und dann ist er auch wieder weggegangen. Das ist ja so nicht gewesen. Also eigentlich ist ja Mascarell der einzige, in Anführungszeichen, brauchbare Sechser, den wir haben. Ja, das kann so ja nicht reichen. Das reicht ja nicht mal in einem Spiel. Da brauchen wir einen Partner auch. Ja, deswegen. Das müsste die anderen eigentlich wissen. Problem, die anderen hat Rode und Schwegler zusammen gehabt. Das hat schon manchmal sehr gut funktioniert. Na, da gibt's, also ich meine, auf der Position gab es keine Weiterentwicklung. So ehrlich muss man sein, dass wir mittlerweile mit gut vielleicht Mascarell und Hasebe im Optimalfall agieren, dann ist das schön, aber das ist auch keine Weiterentwicklung, dann sind wir maximal so gut, ja, wie wir schon mal waren. Wenn alle in Topform sind, ne? Und Mascarell ist trotzdem ein Spieler, der wirklich eine gute Entwicklung genommen hat. Aber es ist halt, momentan steht da Gacinovic allein auf weiter Flur, ne? Ja, aber gut, was willst du machen? Wir haben jetzt das Spiel 2-4 verloren. Das ist halt einfach, ist extrem ärgerlich. Wir haben uns damit eine Position im Mittelfeld der Tabelle erarbeitet, um es mal positiv zu sagen. Also wirklich weit nach vorne kann es damit nicht mehr gehen. Maximal 9. können wir noch werden, aber das, selbst das ist überaus unrealistisch. Ja, ist halt, irgendwie wäre mehr drin gewesen, ne? Ja. Ja, definitiv. Trotz super aller eigentlich Umstände, die wir hier schon als Ausrede angeführt haben, aber das trotzdem kann das in der Summe nicht alles erklären, weil es auch Spiele gab, wo die Eintracht trotzdem gewinnen hätte müssen. Einfach. Oh. Und ich habe immer so ein bisschen. Ich glaube, der Knackpunkt waren die Spiele, wo die Eintracht eigentlich ganz gut war. Das waren die Spiele gegen Gladbach in Köln, wo du eigentlich als Sieger vom Platz gehen kannst. Also gegen Gladbach auf jeden Fall. Dieser Elfmeter da, was war es, 78 Minute. Wenn du das Spiel gewinnst, dann kann das nochmal eine andere Wendung nehmen. Die Eintracht hat sich dann daraus gekämpft gegen Augsburg mit dieser Energieleistung. Hat sich dann im Pokalfinale den letzten Sprit irgendwie verbraucht. Aber eigentlich waren das, glaube ich, diese Spiele. Als sie aus dem Tal kamen, als diese spielerische Weiterentwicklung kam und als sie wieder sich gefangen hatten und trotzdem nichts bei rumkam. Ich glaube, das war der Knackpunkt, wo es für uns dann
nicht mehr Richtung Europa ging, sondern halt jetzt ins Nirvana. Ja. Ja. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass die Eintracht, jetzt kommt meine Analogie, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Eintracht so ein typischer, also im Wrestling würde man sagen, so ein Underkader, Midkader so, ja? Also ich meine, beim Wrestling hast du die Upperkader, die Midkader und die Underkader. Die Underkader sind so typisch die Jobber, ne? Die verlieren in der Regel. Die Upperkader sind die meistens im Main Event sind, und die Midkader, ja, da schwimmt es so ein bisschen, ne? Und die Eintracht ist ja so ein typischer, eigentlich so ein Underkader, aber manchmal so ein Midkader ein, der nicht jedes Mal aufs Maul bekommt, der auch irgendwie eine gewisse Fanbase einfach an Leuten hat, der schon viele Leute abholt, aber trotzdem immer so, ja, irgendwie versucht man mal den Intercontinental-Titel zu erreichen. Ja, du weißt genau, der verliert das Titelmatch dann. Genau, und also die Eintracht ist eigentlich... Genau, und die Eintracht hat dann aber manchmal so absolute Highlights, wie, also jetzt so, die Eintracht ist so ein bisschen wie Fandango, ja, ich weiß nicht, ob ihr den Wrestler Fandango kennt, ja. Da oder Zack so Ryder vielleicht. Wir sind hier in einem Fußball-Podcast, ne, das mit dem Wrestling, das war dann anderer. Ja, aber ich muss diese Analogie anbringen, dann warst du mal bei WrestleMania, hast mal dein Match gehabt und hast sogar gegen einen Topstar wie Chris Jericho gewonnen, so die Eintracht hat dann das Pendant mit Europa League gehabt, war dann mal in Europa League, hat es einmal geschafft, aber in der Regel fällt sie jetzt doch wieder runter und jetzt irgendwie, jetzt gibt es dann immer mal die Möglichkeit, mal wieder so einen Mittelklasse-Titel, so die Euroleague zu erreichen, so einen Intercontinental-Titel zu erreichen, aber du schaffst es irgendwie nicht so komplett. Und die Eintracht, das ärgert mich einfach, dass die Eintracht keine dauerhafte Weiterentwicklung hat und es nicht schafft, irgendwann mal dauerhaft Upper-Kader zu werden, sondern immer wieder in die Mid-Kader oder in die Under-Kader zurückfällt und sich einigermaßen in der Mitte gut hält und ansonsten von anderen Leuten irgendwie abgewatschelt wird. Das ist halt einfach extrem ärgerlich. Ja, und man hat auch irgendwie nicht das Gefühl... Ich bin dieses Gefühl losgeworden zu sagen, ja, okay, nächstes Jahr kann vielleicht noch was gehen, sondern ich glaube, das wird nächstes Jahr nicht anders werden. Das wird immer schwieriger, glaube ich. Und irgendwann, also Stand jetzt, habe ich die Befürchtung, dass die Eintracht dann irgendwann wieder absteigt. Wenn die Eintracht nicht so eine gute Hinrunde dann spielt wie jetzt oder keine Ahnung, was dann für ein Stress im Training. Also ich habe das Gefühl, da wird trotzdem nicht genug Substanz aufgebaut, als dass ich so eine Sicherheit hätte. Ich sehe das halt nicht. Ich sehe uns eigentlich im Sommer immer wieder, wir hören immer wieder im April, ja, das wird eine ganz schwere Transferperiode für die Eintracht. Ein Jahr später, das wird die schwierigste Transferperiode der Eintracht. Dann höre ich dieses Jahr, das wird eine ganz schwierige, wir müssen das und das einnehmen. Ja, und wir werden später noch drüber sprechen, so eine kleine Überraschung hat jetzt stattgefunden, aber du hast das Gefühl, weißt, dass wir immer am Wühltisch dann uns bedienen müssen. Du hast das Gefühl, wir können die Leistungsträger, die wir haben, die gehören uns entweder nicht oder wir müssen die günstig abgeben. Du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass du so diese, ja, du baust so einen Turm auf, dass die Eintracht diesen schweren Klotz mal da hin und dann bleibt der mal da liegen. Nein, der fällt dann auch wieder runter und dann musst du den wieder dahin tun. Da irgendwie, der Turm wird nicht größer. Der fällt mal hier was runter, dann baust du mal irgendwie eine Stelle geil und dann fällt an der anderen Seite wieder was runter und irgendwann fliegt es ganz unten wieder alles durch. Und dann musst du den wieder von neuem aufbauen. Und ich hoffe einfach immer noch, sonst müssten wir ja nicht mehr hingehen, dass die Eintracht diesen Sommer, dadurch, dass wir jetzt im Pokalfinale sind und vielleicht ein bisschen Geld haben, dass sie mal wirklich, ich weiß nicht, sag jetzt einfach mal eine Zahl, die ich so im Bauch habe, dass die Eintracht mal 15 Millionen Euro diesen Sommer ausgibt. Klug. Und guckt hoffentlich, dass da ein paar Spieler dabei sind, die uns längerfristig weiterhelfen und die wir dann teuer verkaufen können. Ja, bevor wir zu den Transfers kommen, lass uns doch vielleicht noch über eine Sache sprechen, nämlich im Nachgang zu dem Mainz-Spiel, um das Thema dann auch mal abzuhaken, so ein bisschen geärgert hat, waren so diese Aussagen von Hübner in den Interviews, der ja auch an eben dem Thema, was wir gerade eben genannt haben, nämlich dem Problem des Kaders, wo klar, du kannst nicht irgendwie 6 Innenverteidiger verpflichten, aber du hättest im Winter zumindest für das Thema 6er-Position irgendwie versuchen können, eine Lösung zu finden und nicht irgendwie einfach 2 Pflaster drauf machen und hoffen, dass es keiner sieht. Maßgeblich mit dran beteiligt war und sich jetzt da hinstellt und sagt, das war zu wenig. Das ärgert mich fürchterlich. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, also ich muss sagen, ich fand es unprofessionell. Also ich mag Aussagen eher, wenn sie intern getätigt werden, ja, und halte es für nicht so sinnvoll, dass wir als Mannschaft oder als Verein, der aktuell davon profitieren kann, dass es bei uns relativ ruhig ist, während das bei dem Pokalgegner fliegen die Fetzen bis dort hinaus, ja, und dann müssen wir doch wirklich das Gegenpendant dazu bilden und interne Geschlossenheit üben. Aber ich weiß auch, dass ein Hübner das natürlich auch ganz gern macht, gerade
gerade die Aussagen bezüglich Rebic, sind vielleicht auch dazu da, dann nochmal ein bisschen Leistung rauszukitzeln, vielleicht auch gleichzeitig die Transfersumme zu niedrig zu machen, das kann natürlich sein. Finde es aber jetzt nicht so klug, was ich wesentlich kluger fand und auch durchaus rational, das waren die Äußerungen von Kovac, die er zum Beispiel auch im Heimspiel geäußert hat. Das hat mir gefallen, so macht man das, das hat klasse und dementsprechend bin ich auch froh, dass Kovac da in intelligenter Art und Weise nachgeschossen hat, ja. Denn er hat das Dummgebabbel von Hübner so ein bisschen verdrängt, meines Erachtens. Dennis? Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Es ist, man muss immer sagen, wenn jemand diese Fragen stellt und man hat so das Gefühl, ich weiß nicht, ob er ertragen kann, die Antworten darauf zu bekommen, denn er ist da garantiert an der einen oder anderen Stelle nicht ganz unschuldig. Es wirkt ja so, ich hatte 2, 3 Sachen gelesen gehabt, da habe ich noch gedacht, ach ja, das ist ja, stimmt, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, die Gier fehlt oder waren so Schlagworte wie, ja, letzte Saison hätten wir so ein Spiel im Nachgang mit viel mehr Motivation und sowas angegangen. Ist aber natürlich, im Endeffekt sind das ja Phrasen, weil wir uns dieses Jahr nicht im Abstiegskampf in dem Sinne befunden haben. Die Mainzer hingegen schon von unserer Seite, was wir alles vorhin schon auch thematisiert haben. Es ist natürlich auch eine völlig andere Situation, da natürlich im Endeffekt sowas vorzuschieben und zu sagen, ja, gar nicht diese grundlegenden Fragen, die eigentlich wichtig sind, denn es wurden Kaderplanungsfehler gemacht und so weiter, war eher ein bisschen Gewäsch außenrum, vielleicht auch Ablenkungstaktik. Ich bin auch voll auf der Seite von Marvin. Kovac hat das souverän und professionell gelöst. Hübner ist da eher negativ aufgefallen in meinen Augen. Ja, bei ihm hat man immer so merkt, der sagt es zu merkwürdigen Zeiten auch. Also, ich weiß gar nicht, was er damit bewirken will, will er dann aufwecken, aber es wirkt bei ihm, die öffentlichen Auftritte von ihm wirken alle immer sehr, sehr merkwürdig. Also auch sein Auftritt im Doppelpass damals und letztes Jahr hat er ähnliche Aussagen mal getätigt, die dann auch zur Unzeit kommen, wo man auch denkt, ja Digga, du bist auch, also das ist, du bist ja kein Außenstehender, also so, ja. Du bist ja daran involviert. Ja. Und ja, wenn die wenigstens das bewirken werden, aber der Marvin hat es schon gesagt, am besten dann mach's halt intern, sag hier, da und da stimmt was nicht, besprecht das, da können die aber auch auf den Tisch hauen, aber es wirkt an der Stelle so ein bisschen so nach dem Motto, ich muss mich jetzt irgendwie krampfhaft nach vorne ins Rampenlicht drücken, um irgendwie meine Position zu sichern, so wirkt das so ein bisschen auf mich. Ja, so hat mich auch, das war das, was wir immer, die Angst, die wir bei der Eintracht immer hatten, dass am Ende des Tages, wenn es ernst wird, die Leute erstmal probieren, ihre eigene Reputation zu retten und das will ich nicht. Und der Marvin hat gesagt, Kovac hat da gut drauf reagiert, hat sich da gar nicht provozieren lassen, also hoffen wir, dass es so weitergeht, weil man muss auch mal festhalten, für diese grottenschlechte Rückrunde ist es verhältnismäßig ruhig. Also klar gibt es Missstimmungen, aber es ist trotzdem, klammern wir jetzt mal alles mit Berlin aus, ist es trotzdem, wenn es nicht wir als noch nicht feststellen, dass wir im Pokalfinale waren und die ganzen Spiele verloren haben, es war einigermaßen ruhig. Klar gab es Stellen, wo die Stimmung fast gekippt wäre, aber ich fand verhältnismäßig für Frankfurt, für uns auch, ist dieses Vertrauen in Kovac noch da. Und ich hoffe, dass er das auch, ja, dass es so weitergeht, dass er das so in gewisser Weise zurückzahlt, dass man das Vertrauen, was man ihn hat, dass er das rechtfertigt. Weil ich habe es ehrlich gesagt immer noch. Ich bin nicht so, dass ich denke, ab wann wackelt der Trainer? Habe ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht habe ich mich auch zu sehr auf diese Team-Kovac-Sache eingelassen, dass ich da so ein bisschen die Objektivität verliere. Aber ich habe noch gar keinen Gedanken daran verschwendet, zu sagen, langsam wackelt aber Kovac. Gar nicht. Komisch. Kann ich gar nicht genau greifen, warum. Also ich habe schon andere Stimmen gehört, die durchaus kritischer waren, die sich durchaus kritisch mit der Personalie auseinandergesetzt haben, aber da muss man auch mal ganz klar sagen, guck dir bitte den Kader an. Ich denke nicht, dass das ein Kader ist, der über gehobene Bundesliga-Ansprüche verfügt. Das muss ich wirklich ganz klar so sagen. Das ist für mich wirklich ein Kader, gerade mit den ganzen Ausfällen, ist es ein Kader, der auf Platz, der bei einer weniger optimalen Hinrunde normalerweise nicht mehr als Platz 14 großartig erreichen kann. Das hört sich jetzt brutal an. Aber die Leute, die da zusammengewürfelt wurden, die da noch teilweise aufgestellt wurden, Chandler ist ein normal maximaler Bundesligaspieler, der aber bei der Eintracht zur absolut wichtigen Säule geworden ist in dieser Saison. Und dass jemand wie Hector überhaupt so viele Bundesligaspiele macht, spricht doch eine deutliche Sprache über die Dünne unseres Kaders. Das ist doch ganz deutlich. Und allein deswegen muss man doch einem Niko Kovac unendliches Vertrauen aussprechen, der aus dieser Mannschaft immerhin noch ein Konstrukt gemacht hat, was innerhalb
immer noch Bestand hat, was die Ergebnisse aktuell nicht liefert, was aber trotzdem noch eine gewisse Geschlossenheit besitzt, die im Optimalfall dann doch irgendwas erreichen kann. Deswegen ist Berlin auf jeden Fall noch nicht gegessen, weil wenn dann noch jetzt ein paar Leute dazukommen, wenn Meier wieder fit ist, passt auf, nächste Woche werde ich die ganzen Geschichten spinnen, ey. Meier, der kann uns noch Gold wert sein und Vallejo kommt wieder zurück und so weiter und so fort. Und wenn wir es dann schaffen, innerhalb dieser in diesen knapp 2 Wochen, 1,5 Wochen, jetzt wieder eine Mannschaft, zumindest auf den Trainingsplatz zu bekommen, die noch ein bisschen höheres Niveau hat, dann geht da was. Und ich würde trotzdem sagen, dass wir froh sein können, dass wir Kovac haben, der diese Geschlossenheit innerhalb dieser Mannschaft einfach hält und bewahrt. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn jetzt einer querschießt von einem Management oder so, der meint, sich profilieren zu müssen, in noch deutlicher Art und Weise, als es Hübner gemacht hat, der hat sich selbst komplett ins Ausgeschossen. Denn 3/4 dieser Leute würden irgendwelche Vollpfosten als Trainer verpflichten, die uns schon längst in die 2. Liga verfrachtet hätten. Irgendwie jemanden wie so ein Wolf oder so, keine Ahnung, oder sonstige Vollpfosten. Ja? Wie ist auf dem der kommt? Ja, Albtraum. Oder hier den Leibchen Dirk Schuster oder so, ne? Bei dem plötzlich okay ist, ist ein cooler Typ. Hat so Leibchen, so hier diese pinken Leibchen und so weiter. Anscheinend gar kein Problem. Ist ja ein cooler Typ und so weiter und so fort. Das sind alles Dummschwätze. Mhm. Ich bin froh, dass wir mit Niko Kovac jemanden haben, der intelligent genug ist, der das Spiel kennt und auch weiß, wie Spieler ticken. Er weiß, wird innerlich wissen, dass diese Mannschaften, deswegen hat er es auch deutlich gesagt, wir brauchen viele neue Spieler zur nächsten Saison. Warum? Nicht nur, weil wir viele Spieler abgeben, sondern weil die Leistungsdichte so enorm gering ist. Die ist vom Läuferischen okay, aber vom spielerischen Element reicht das einfach nicht für eine Mittelklasse Bundesliga-Mannschaft. Aber das weiß er, aber er klopft da nicht, er sucht da keine Ausreden für, sondern das ist rational. Also sieht ziemlich aus. Jawohl. Das hatten wir nämlich auch schon. Das ist genau das. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass die Stimmung noch nicht gegen ihn gekippt ist, so krass. Weil er, wie gesagt, der stellt sich nicht hin und sagt, ja Leute, schaut dir mal die Graupentruppe an. Also es gibt mit Sicherheit Trainer, die da offensiver mit umgegangen wären, um ihre eigene Marke zu schützen. Und, ja, das stimmt. Kovac weiß es ja auch. Der weiß ja auch eigentlich, dass er ein neuer Trainer ist und er könnte sich auch ganz anders profilieren und könnte auch damit kokettieren, dass Leverkusen ihn vielleicht haben will, dass er in Dortmund im Gespräch ist, angeblich. Und könnte sagen, ja Leute, ihr dürft das hier alles nicht überbewerten. Das ist eine Mannschaft, die hat eigentlich an dem der Konstellation teilweise fast kein Bundesliga-Niveau, also zumindest einzelne Spieler. Das sagt er nicht, sondern er hält eigentlich zur Mannschaft bis zu einem gewissen Grad, was ich auch gut finde. Wenn es dann zu krass wird wegen Wolfsburg, verliert er das auch. Ja, es wird sich gegen Leipzig nicht mehr zeigen, weil das wird so ein Sommerfußballspiel, da kann alles passieren, es geht wahrscheinlich 6-6 aus. Aber es wird sich trotzdem im Sommer zeigen, mit was für einem Nachdruck die Eintracht nächste Saison für eine Mannschaft auf den Platz bringt und wem diese Spieler alle gehören. Das ist für mich trotzdem entscheidend, wie die Ausrichtung ist. Und ja, wir werden trotzdem später noch drüber sprechen. Der erste Transfer stimmt mich eigentlich, was das betrifft, eher positiv. Das stimmt. Ja. Ganz kurz noch eine Sache hätte ich. Und zwar, man muss ja auch sagen, spielerisch ist das ja natürlich auch, bis auf jetzt die letzten Spiele, die wirklich teilweise katastrophal schlimm waren, hat er ja spielerisch diese Rückrunde, hat ja nichts mit dem zu tun, was wir hier auf der Tabelle sehen. Klar, Fußball ist ein Ergebnissport und so weiter und so fort, aber wir hatten ja so viele Spiele und haben auch so oft hier im Podcast drüber gesprochen, wo man gesagt hat, meine Güte, eigentlich haben wir gut gespielt, warum haben wir da wieder verloren? Ja. Da hat das entsprechende Glück gefehlt, was wir in der Hinrunde vielleicht hatten. Aber es waren natürlich auch viele Situationen, wo wir hier gesagt haben, verdammt, warum bist du eigentlich aus dem Spiel als Verlierer rausgegangen? Und da muss man natürlich Freiburg sagen... Freiburg ist auch so ein Knackpunktspiel, wo du schon sowas ansprichst. Das Spiel darf ich auch nicht vergessen. Freiburg war für mich das skandalöseste Spiel diese Saison gegen eine Mannschaft, die jetzt genau diese paar Punkte vor uns auch ist. Richtig. Und das ärgert einen halt. Und das ist natürlich aber was wir dem Trainer auch zugute halten müssen. Er hat eigentlich mit dem Kader, wo wir alle völlig richtig sagen, der Kader ist zu dünn besetzt und wir haben Verletzungspech und so weiter, hat er eigentlich gute Leistungen spielen lassen. Hast das natürlich etwas Pech. Die letzten Spiele fand ich dann hingegen natürlich zeigen so ein bisschen Trend. Jetzt ist langsam wirklich auch der Trainer am Ende taktisch und ich weiß nicht, motivationstechnisch vielleicht auch teilweise, die Leute so einzustimmen, wie es eigentlich sein müsste. Es ist aber jetzt wirklich 1-2 Spiele gewesen. Der Rest war wirklich meiner Meinung nach dem Tabellenstand und gerade die Rückrundentabelle nicht gemäß und nicht gerecht. Also da muss man ihm wirklich nochmal die Fahne hochhalten. Ja, Kovac, das hat er eigentlich aus den Mitteln, die er hatte, bis dahin gut gemacht.
Schade, dass es immer nur um Ergebnissport natürlich geht. Dementsprechend sehen wir es heute nicht mehr. Wir haben es noch im Kopf. Vielleicht haben die Fans vieles auch noch im Kopf, dass sie ihm neben diese, ja, ich sag mal, noch nicht jetzt fordern, unbedingt raus, raus, raus. Jeder, der sich die Saison ein bisschen angeguckt hat, nicht nur emotional entscheidet, denke ich, wird da sagen, ja, muss man natürlich gucken. Er hat eigentlich gute Arbeit geleistet. Die Ergebnisse haben halt leider dann teilweise nicht gestimmt. Ja. Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Thema Transfer angesprochen. Wir haben den ersten Transfer schon getan und haben Haller verpflichtet, Sebastian Haller vom FC Utrecht, ein Stürmer. Und das Erste, was bei mir dann im Kopf auftauchte, nachdem ich mir erstmal mich so ein bisschen mit dem Spieler beschäftigt habe, weil ich ihn jetzt nicht im Blick hatte und auch mich mit dem Spieler noch nicht wirklich beschäftigt habe. Die Eintracht ja, was man so liest, allerdings schon, es war der absolute Wunschspieler, so wie Bobic gesagt hat. Und die erste Frage, die jetzt bei mir auftauchte, in Kombination mit diesen Aussagen auch von Hübner, ist das das Aus für eine Verpflichtung von Rebic? Also erstmal sehe ich die Analogie nicht. Also das ist ein Mittelstürmer. Wir sprechen hier über einen ganz klaren Mittelstürmer. Rebic ist kein Mittelstürmer. Das ist einer, der in der zumindest bei der Eintracht zuletzt vollkommen über die Außen ging. Deswegen weiß ich nicht, warum. Deswegen finde ich diese Analogie jetzt, wir haben den einen gekauft, jetzt sind wir den anderen, natürlich Quatsch. Ist totaler Unsinn. Aber wir müssen halt sehen, dass wir halt Rebic nicht, vielleicht nicht für 3 Millionen abkaufen, sondern dass wir da die Summe noch ein bisschen drücken. Vielleicht ist da was möglich. Und wenn nicht, dann müssen wir halt das neu sondieren. Aber ich sehe nicht diese Entweder-Oder-Mentalität. Das ist, wir werden in dieser Saison, in dieser Sommerpause nicht nur 2 Spieler verpflichten. Und Sebastian Haller, je nachdem wie teuer, oder Halle oder so, ich glaube Sebastian Haller, ich bin jetzt kein Französer, aber vielleicht spricht man das so eher raus. Aber nein, wie auch immer. Das ist halt eine super tolle Verpflichtung, aber genau für das Sturmzentrum, weil uns wahrscheinlich Seferovic verlustig geht nach der nach dem Sommer. Wahrscheinlich, sondern geht uns verlustig? Ja, naja, weiß man nicht. Vielleicht findet er keinen anderen Verein und ist froh, wenn er doch wieder bei uns anheuert. You know, never know, ja? Aber es ist auf jeden Fall, du kannst auf jeden Fall nicht mit ihm planen. Ne? Ja, ist richtig. Und was du sonst da vorne hast, hat jetzt auch nicht so die Bäume ausgerissen, ja, also insofern ist es ganz wichtig, jemanden zu verpflichten und da hat die Eintracht natürlich einen herausragenden Job gemacht, dass die jemanden, was auch der richtige Sinn, was auch Sinn macht, denn du musst von Ligen holen, kaufen, die nicht in deiner Liga spielen, muss man sozusagen, um die Preise noch einigermaßen noch irgendwie mitzugehen. Und Utrecht ist natürlich eine ganz gute Sache. Ich meine, die haben eine ganz ordentliche Saison gespielt. Er hat einen herausragenden Schnitt da jetzt gemacht. Ja, also ich glaube in 32 Spielen irgendwie 13 Tore und 6 Vorlagen gegeben. Das ist eine richtig ordentliche Kiste. Und war ja davor auch schon bei AG Auxerre, hat er schon einige Ansätze gehabt in der Ligue 2. Also das ist auch schon nicht verkehrt gewesen, hat sich aber da jetzt nochmal deutlich positiv entwickelt und ich finde, das ist ein smarter Move für so einen jungen Dachs, 22 Jahre, den zu verpflichten. Bin mal gespannt, welche Summe da wirklich fix sein wird. Wir haben vorhin schon gesprochen, irgendwas zwischen 4 und 6 Millionen, das ist natürlich schon ein Pappenstiel für die Eintracht, ne? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Leute überhaupt eine Verbindung zu Rebic herstellen, weil Marvin hat es ja richtig, das ist ja eine völlig andere Position, also das ist ja eher der Seferovic-Ersatz. Ich glaube, die Leute denken halt nicht, dass wir dann jetzt 4 bis 6 raushauen und dann nochmal 3,5 für Rebic. Ich glaube aber trotzdem, dass es möglich ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, inwieweit sich das Budget verändert hat von Eintracht durch die Pokaleinnahmen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man noch einen knaller Sechser für, keine Ahnung, 4 Millionen holt plus Rebic für 3,5. Dann hast du ungefähr 13,5 ausgegeben. Das sollte trotzdem drin sein durch diese zusätzlichen Einnahmen plus zum Budget, was man ja sowieso zur Verfügung hat. Was ist denn, wenn die Eintracht in der ersten Runde ausgeschieden wäre? Hätte ja trotzdem Budget da sein müssen. Die Frage ist aber auch, wo musst du vielleicht eben auch noch Geld nachlegen, beziehungsweise wer fällt dir noch irgendwie aus dem Portemonnaie raus? Jetzt mal Meier so als in die Tüte gesprochen, wo du ja auch nicht weißt, läuft das noch lang. Aber den Punkt, den du vorhin auch schon angesprochen hast, Mascarell hat sich natürlich auch bei vielen Scouts irgendwie auf der Liste ganz schön nach oben gespielt. Ja? Ja, bei ihm rechne ich auch leider damit, dass er geht. Genau, aber dann musst du auf der Position halt auch nochmal nachverpflichten. Ja, aber du kriegst ja auch gleich 20 Millionen, deswegen. Also zwei doppelt. Also genau. Das wird die Kunst sein, einen teuren, einen günstigen. Hätte aber beide vielleicht auch
wirken und dann hast du halt auch wieder nur zwei Sechser. Eigentlich müsstest du ja, wenn wir jetzt schon sagen, wir haben zu wenig, müsstest du ja eigentlich mal drei haben, damit du noch einen im Backup hast. Also eigentlich brauchst du noch einen von unseren zwei günstige. Gut, Hasebe hättest du ja noch, oder? Ist der nächste Saison? Genau, den zähle ich eigentlich dazu. Ja. Ja, den du, aber dann auch viel, den du auch viel auf der Innenverteidigerposition sehen wirst, wegen dem Thema Valletto. Stendera also, vielleicht mit so. Einer guten Vorbereitung. Stendera, ja, genau. Also ich denke, da haben wir schon noch ein paar. Genau, ja, also ich denke auch. Ich denke, mit zwei guten Transfers, wenn wirklich Mascarell gehen sollte. Ansonsten, wenn du Mascarell irgendwie halten kannst und machst noch einen wirklich sehr, sehr guten Transfer mit 4 Millionen. Ja, genau, gut. Also da ja, aber ich eigentlich schon zufrieden. Das wird halt jetzt die große Kunst. Ich muss trotzdem sagen, ich freue mich über den Transfer, ich freue mich auch, wie abgelaufen ist, dass man vorher gar nichts gehört hat. Ja, das wäre sehr gut. Fehler. Dann hat der Marvin die Attribute genannt, dass er ein junger Kerl, der ist groß, der hat schon so paar Mal gezeigt, dass er es kann und ist auf jeden Fall auch eine Summe, wo man denkt, da schaut man schon auf bei Eintracht und denkt, oh, das ist der teuerste auf jeden Fall, egal wie teuer er jetzt war, selbst mit 4 Millionen ist er der teuerste nach Kayo oder ja, 200.000 Euro teurer oder 2,2 Millionen. Auf jeden Fall, das Ding ist, es ist für mich trotzdem sehr, sehr überraschend, dass die Eintracht so früh wahrscheinlich den größten Teil ihres Budgets raushaut, obwohl du, wie ich es gesagt habe, wahrscheinlich du brauchst einen neuen Abwehrchef, oder beziehungsweise nicht einen Abwehr, aber du brauchst auf jeden Fall einen Vallejo. Dann brauchst du wahrscheinlich einen Mascarell-Ersatz, du brauchst einen Partner für Mascarell oder einen Backup für Stendera. Dann brauchst du, je nachdem, was vorne passiert, noch einen Backup-Stürmer auch. Ja, und dann musst du auch noch schauen, was mit der Torwartposition ist. Also die Eintracht hat viele Baustellen in diesem Kader und ich bin verwundert, dass trotz kleinem Budget gleich 6 Millionen, schätze ich jetzt trotzdem mal, dass er so viel gekostet hat, für den Stürmer rausgeblasen werden. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Eine Position, die du vergessen hast, wenn du einen Rebic jetzt nicht verpflichtest, brauchst du halt auch wieder einen für die linke Außenbahn, den du alternativ zu einem Gacinovic da spielen lässt. Korrekt. Siehst du, da haben wir schon einige Baustellen. Also es müsste ja dann von der Analyse her so gelaufen sein, dass die Eintracht im Sturm das größte Defizit gesehen hat. Und da hoffe ich, vertun wir uns nicht ein bisschen. Klar, wir haben wenig Tore gemacht vorne und so weiter. Hat aber natürlich auch nach hinten hin eine große Problematik, die wir jetzt schon über zwei Saisons eigentlich ziehen mit der Doppel-Sechs oder mit der Sechser-Position. Ja. Also da hoffe ich wirklich, dass das nicht wirklich, das hätte ich eigentlich erwartet. Ich hätte erwartet, der erste Transfer, den wir machen in der Saison, ist mal einen richtig guten Sechser, dass endlich mal draus gelernt wurde. Sorry, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja, kein Problem. Alles schön und gut. Aber es geht hier auch um Zeichensetzung. Die Liga in den Niederlanden ist jetzt beendet gewesen. Und da war jetzt die Möglichkeit, von einer beendeten Saison, die Saison war vorbei, du kannst jetzt schon was bekannt geben. Und dann ist es doch vollkommen die richtige Möglichkeit, jetzt mit einem Kracher zu starten, für die Fans, für die jetzt vielleicht ein bisschen im tiefen Tal waren, die jetzt irgendwie so ein schlechtes Gefühl hatten, die jetzt nochmal mitzunehmen, für den letzten Endspurt jetzt so der Saison. Ist es doch genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Und wenn aber jetzt die Möglichkeit habe, genau diese Verpflichtung jetzt bekannt zu geben, dann mache ich das doch. Was aber nicht zwingend bedeutet, dass das jetzt mein größter Transfer war, sondern vielleicht der einzige von der Liga, wo es gerade aktuell möglich ist. Vielleicht bin ich an irgendeinem aus Spanien dran oder aus England, die spielen auch eine ganze Weile. Stell dir mal vor, du holst jetzt noch einen, der irgendwie in der Relegation in England irgendwie noch aktiv ist, dann solltest du das jetzt besser nicht bekannt geben, allein für den gegenwärtigen Verein, weißt du? Das heißt, also du hast das jetzt gemacht, um den Hype mitzunehmen und gleichzeitig dem anderen Verein nicht zu schaden und dem Spieler auch nicht zu schaden, den Spieler zum Beispiel nicht in Repression oder so gegen die Fans aus Utrecht oder zu stecken, die jetzt die spielen ja nächste Saison Euroleague, dann wäre das ja für die vielleicht dann auch blöd oder so, ne? Also so hast du es optimal geregelt. Und ich weiß nicht, ob die Eintracht dann nochmal 6 Millionen ausgibt, aber die werden schon wissen, dass sie in einem defensiven Mittelfeld auch ein bisschen Geld reinstecken müssen. Aber ich wollte nur sagen, das ist für mich eher eine taktisch kluge Entscheidung gewesen, dass das nicht aber gleichzeitig bedeutet, dass das zwingend unsere größte Baustelle wird, beziehungsweise unser größter Ausgabenpool, um es mal so zu sagen. Wenn das der Grund ist, finde ich das auf jeden Fall genial und hoffe mal, dass du auf jeden Fall recht behältst. Und ich hoffe auch, dass er recht hat. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass er der Haupttransfer sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nochmal so ein Ding rausknallt. Es sei denn, wir kriegen für Radetzky und Mascarell wirklich nochmal ordentlich Asche, dann musst du es zwangsweise machen. Ja. Nur aber der Marvin hat ja recht. Im Endeffekt hast du so ein positive Dings und du gibst ja auch trotzdem ein Zeichen an andere Verpflichtungen, zu sagen, hier wird zwar
immer nach außen gesagt, wir sparen Geld, aber wir haben jetzt trotzdem mal eine größere Summe für ein hoffnungsvolles Talent rausgeblasen. Das zeigt ja auch anderen potenziellen Spielern, die vielleicht hierher wollen, genau, ja, okay, die Eintracht hat vielleicht was vor. Also dass du denkst, genau, okay, der geht dahin, vielleicht gehe ich auch dahin. Das ist jetzt ein anderes Zeichen, als wenn du jetzt hier irgendeinen Stürmer von Erzgebirge Aue holst. Das ist doch genau der Punkt. Das hat doch auch, nein, aber das, was Basti sagt, hat doch genau, hat doch alles Sinn. Wir haben die Verpflichtung getätigt, haben die auf unseren Social-Media-Kanälen geteilt. Erst mit so einem kleinen Teaser, oh, da kommt jemand, und dann, aha, guck mal, der und der ist da. Das Internet hat sich ein bisschen überschlagen. So, dann passend genau dazu ist dann Kovac im Heimspiel und erzählt noch über den Spieler. Ja, der Spieler wollte zu uns, der hätte zu anderen Vereinen gehen können, hat sich aber dafür entschieden, für seine sportliche Perspektive, wo man theoretisch als Tabellenelfte, so als Fan eines Tabellenelften auch ein bisschen lachen könnte. Ja, hat sich für die sportliche Perspektive entschieden, alles klar, so, ja, aber nein, damit zeigst du, ja, der Junge wollte hierher. Das heißt, du initiierst etwas, was eine Außenwirkung nicht nur für die Fans, sondern auch für potenziell andere Spieler hat, was im Endeffekt eine positive Wirkung dafür haben kann, dass wir uns auf dem Transfermarkt anders bewegen, als es vielleicht sonst so wäre, wenn wir jetzt hier auf Tabellenplatz 11 irgendwie traurig darben würden, sondern es ist wieder ein bisschen Hype da, ist wieder was Positives da und die Außenwirkung ist auch hergestellt. Und ich denke, dass es gerade, wie es abgelaufen ist, eine sehr glückliche Wendung war und hoffe nur, dass die Eintracht auch weiß, dass sie noch mehr solche Verpflichtungen zu tätigen hat. Ja. Ansonsten stimme ich euch zu, es werden unglaublich viele Steine umgedreht im Sommer. Da bin ich hundertprozentig sicher. Ich gehe davon aus, dass vielleicht zwei Torhüter uns vielleicht verlassen. Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Und wir werden wirklich viele Veränderungen haben. Du siehst, im Sommer und am ersten Spieltag der Saison 2017, 2018 wirst du eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz sehen, definitiv. Ich denke auch. Vielleicht kann man trotzdem sagen, bei aller Angst, die ich ja habe, dass es unser ganzes Geld war, eigentlich kann man es ja trotzdem so betrachten, dass das so quasi die Belohnung für die erfolgreiche DFB-Pokalsaison war. Da hast du Einnahmen generiert, mit denen du nicht gerechnet hast, und man könnte ja theoretisch sagen, man hat jetzt trotzdem 1:1 in die Mannschaft investiert und hat jetzt für den Sommer noch das ursprüngliche Budget, mit dem man eigentlich vorher geplant hatte, im Winter vielleicht. Und dann kann die Eintracht schauen, was noch geht. Es ist ja alles offen noch. Es ist trotzdem noch möglich. Wer weiß, vielleicht geht auch ein Gacinovic oder ein Fabian weg. Also würde mir nicht passen, aber für die würden wir hoffentlich die komplette Ablöse kassieren. Also von daher, warten wir mal ab. Eigentlich können wir jetzt nur festhalten, es ist auf jeden Fall eine positive Bombshell gewesen, zu sagen, die Eintracht holt so einen für vorne drin, wo unbedingt nicht der allergrößte Bedarf war. Und gucken wir, wenn die das jetzt mit einem Sechser ähnlich machen, dann können wir uns ja alle nur freuen. Und ich bin eigentlich Fan, wenn man sagt, die Eintracht holt vielleicht nicht 5 Spieler, sondern 4 und dafür ein bisschen teurer und verzichtet auf den einen oder anderen Spieler und füllt den mit einem jungen Spieler auf. Dann hast du wenigstens mal Qualität und hast nicht Lanik, Injowski und Blum und den und, also weißt du, die eine hatte ja aber viele Sechser. Aber was für welche? Ja. Qualität war da jetzt nicht so das herausragende Merkmal. Aber es bleibt spannend und ich will auch noch mal ganz kurz sagen, der Sebastian Allais, oder wie er auch immer heißt, Holle, was weiß ich, also ihr Franzosen da draußen müsst mir noch mal sagen, wie er richtig heißt. Ich will noch ganz kurz sagen, auch für potenzielle Sponsoren ist das auch eine Aussage, ne? Dass du sagst, okay, du hast jetzt jemanden verpflichtet, der ein richtig gutes Standing in der Ehrendivise hatte jetzt, also der wirklich in der anderen Liga gezeigt hat, dass er was drauf hat, ist auch für Sponsoren. Wir suchen immer noch einen Hauptsponsor, das darf man auch nicht vergessen. Auch jemanden, wo die vielleicht sagen, oh, weißt du was, finde ich geil, die haben einfach mal Geld rausgehauen. Ach, weißt du was, da würde ich ganz, auf dem seiner Brust würde ich meinen Namen vielleicht ganz gerne sehen. Das sind nur so kleine Denkanstöße, die ich hier gebe, aber darüber kann man auch mal nachdenken. Es ist besser als die nächste 500.000 Euro Verpflichtung. Ja, klar. Genau. Also für dieses ganze Thema Außenwirkung extrem hilfreich und notwendig. Jetzt haben wir schon ein paar Mal dieses Pokalspiel angesprochen. Das soll heute dann kein großes Thema mehr werden. Nein. Da werden wir uns nächste Woche intensiv mit beschäftigen. Aber worüber wir vielleicht zumindest mal kurz reden müssen, ich glaube, so viel Redezeit brauchst du auch nicht, ist das letzte Ligaspiel gegen Leipzig. Ist ein Heimspiel, das wird auf jeden Fall volles Haus und extrem viel Stimmung. Wir brauchen uns aber auch nichts vormachen. Leipzig ist auch gerade eben nochmal so spontan in Topform, haben am vergangenen Wochenende unglücklich 5:4 gegen die Bayern verloren, aber auch nur, weil die Bayern wahrscheinlich wieder 12,5 Minuten Nachspielzeit bekommen haben, bis da endlich das entscheidende Tor fällt.
Also ich rechne aber Bullshit. Sorry, aber das ist Bullshit. Denn die Bayern sind einfach gierig. Und genau das ist es. Und das finde ich total geil. Und das muss man ja auch mal sagen. Es war ein Eintracht-Podcast. Aber die Bayern, auch wenn es Nachspielzeit gab, die Bayern waren gierig und waren trotzdem geil genug, zu sagen, wisst ihr was, dann mache ich halt den Schlenker und der Robben haut das Ding dann trotzdem noch rein. Natürlich war es Nachspielzeit, aber die waren gierig. Und das ist eine Qualität, die man als gehobener Bundesligaspieler einfach hat. Und das finde ich herausragend, das muss ich sagen. Also deswegen, und die Leipziger, die waren halt blöd. Die aber halt auch 4 Tore gegen eine Mannschaft für den FC Bayern geschossen haben, was du halt auch eben mal nicht so ohne Können machst. Ja, also das darfst du halt da auch nicht vergessen. Also aus fußballerischer Sicht ist so ein Spiel, was am Ende 5-4 ausgeht, wahrscheinlich schon ein ganz ordentlich anschauliches Ding. Dementsprechend schwer wird es trotz guter Stimmung und vollem Haus natürlich auch für uns. Rebic fehlt jetzt zusätzlich auch noch wegen 10. gelber Karte. Ja. Wird interessant. Ja, Leute, mal ganz ehrlich. Wie würdet ihr denn aufstellen? Würdet ihr sagen, ich gehe jetzt mit der Top-Formation daran? Nein, niemals, also, oder? Ganz ehrlich, ich als Trainer würde da hingehen und sagen, okay, wer von euch hat den meisten Bock? Wer will sich im letzten Heimspiel nochmal richtig zeigen? Ich will eine Mischung. Das sehe ich dann auch in Berlin, ich sehe, zumindest mit einem, das ein bisschen was, ja, im Endeffekt Wettkampfpraxis mit der Mannschaft, die im Endeffekt dann auch uns in Berlin vertreten soll. Ich glaube sogar, dass die Spielweisen von Leipzig und Dortmund jetzt sich nicht krass ähneln, aber ein bisschen. Die Eintracht wird trotzdem den einen oder anderen Platz dort kriegen. Die wird die ganze Zeit, und eigentlich kann die Eintracht das perfekt als Blaupause benutzen. Die sollen mal schauen, wie die mit diesem ständigen Druck und diesem Pressing von Leipzig zurechtkommen. Und das kann, ja, die müssen halt üben. Die müssen jetzt. Ja, also das heißt, für dich ist es so, dass du die beste Mannschaft, die möglich wäre, aufstellen würdest, weil ich würde das nicht tun. Aber Nee, ich würde nicht machen. Ich würde eine Mischung finden. Ich würde das Korsett lassen, die Spieler, die wirklich fit sind. Ich würde aber Leute, die auf der Felge schon gehen, das werden ein paar sein, die würde ich draußen lassen. Ja. Also ich würde nicht riskieren, dass der eine vielleicht noch irgendwie eine Muskelverletzung holen kann. Nee, also das Risiko kannst du nicht eingehen. Ich würde aber zumindest mit dem System spielen, mit dem ich auch in Berlin spielen will. Ich würde sagen, ich würde trotzdem sagen, gegen Dortmund wollen wir so auftreten mit der taktischen Formation. Da würde ich, keine Ahnung, 6-7 Säulen würde ich spielen lassen, die dann auch spielen, die fit sind, und würde dann halt 3-4 wechseln. Die dann aber, wo dann einer, der andere, der dann für den anderen reinkommt, der Stammspieler, keine großartige Veränderung ist, sondern dass die wissen, okay, das ist jetzt unser System für die letzten 2 Spiele. In Leipzig testen wir das mal einigermaßen. Und da kann sich vielleicht gegen Leipzig auch der ein oder andere empfehlen, der vielleicht für Berlin gar nicht vorgesehen war. Wenn der Kovac aber sieht, gut hier, dann macht's gut, dann spielt er halt auch in Berlin. Also die Eintracht darf gar sich keinen Druck machen. Und ich hoffe auch, die Fans erwarten keinen Sieg und pfeifen nicht, wenn es plötzlich 3-0 steht. Die Eintracht muss dieses Spiel als, ja, so komisch ist das einer, das ist Sommerfußball, das wird als Trainingsspiel genutzt für Berlin. Und da würde ich jemanden, der nicht ganz fit ist, der vielleicht nur noch ein Spiel im Tank hat, den wir draußen lassen. Ja. Wie würdet ihr das denn machen mit Gianni Regesel? Denn das ist ja eine Personalie, er hat sich ja in den letzten Wochen deutlich geäußert, seinen Unmut geäußert, er würde gerne öfter spielen, er versteht nicht, warum Kovac ihn nicht reinstellt. Würdet ihr ihm zumindest im letzten Spiel nochmal die Möglichkeit geben? Denn ich denke, das könnte ja jemand sein, der für den einen oder anderen nicht ganz so fitten Spieler reinkommt. Fände ich in Ordnung, auf jeden Fall. Also Anfang oder zumindest als Einwechslung könnte ich mir den schon vorstellen. Ich könnte auch, ich würde als Kovac sagen, ja gut, jetzt hat er, ich will jetzt mal nicht nachtragend sein als Nico Kovac und du hast jetzt so ein bisschen die Klappe aufgerissen, dann zeig doch mal. Also so würde ich es denken. Ja, und sag, genau. Hier, dann bin ich gespannt und wenn er dann nichts bringt, dann sagt er, ey Digga, hast du gesehen, wie du spielst, ich kann dich in Berlin nicht aufstellen. Man muss auch still sein. Cool, Leute, man muss natürlich sagen, insbesondere die Abwehr, finde ich, ist was Wichtiges, was wir natürlich, die sich auch einspielen müssen und sich auch wirklich gut verstehen müssen. Jetzt hast du zum Glück, Abraham ist ja jetzt wieder da. Eventuell, Marvin, du hast vorhin schon angesprochen, ist ja ein Vallejo im Gespräch für das Spiel gegen Berlin. Ist natürlich sowas, wo du natürlich gucken musst, welche Spieler funktionieren hinten in der Abwehr, die auch eine gewisse Einspielzeit brauchen. Auch insbesondere, das darf man nie verschätzen, die Abstimmung mit Bradetzky und so weiter. Eventuell auch, müssen wir ja im Endeffekt irgendwie versuchen, die Abwehr muss stehen im Endeffekt, weil vorne haben wir ja die ganze Saison oder die ganze Rückrunde jetzt schon riesige Probleme gehabt, irgendwie Tore zu machen. Das wird in Berlin wahrscheinlich nicht anders sein. Also muss das Defensivkonstrukt passen. Und diese Rotation und so weiter und die fitten Spieler eventuell wirklich
wirklich dann versuchen, auch vorne ein paar Experimente, aber nach hinten, ob ich da Experimente machen würde, insbesondere, weil du eben so einen, ja, ich sag mal, Wettkampfmodus jetzt mal hast und Basti, du hast vorhin schon gesagt, natürlich die Mannschaften Red Bull und Dortmund sind jetzt nicht unbedingt gleich vom Spielstil her, aber eine ähnliche, naja, ich sag mal, eine ähnliche Drucksituation auf die Abwehr wird da schon entstehen und ich denke, da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir die hinten so aufstellen, dass wir wirklich, ja, dass sie im Endeffekt ein bisschen Zeit bekommen, sich da auch wieder zu orientieren, denn Abraham ist ja auch erst letztes Spiel wieder zurückgekommen, Oczipka in der Innenverteidigung ist sowieso für mich ja und Michael Hector brauchen wir gar nicht von zu reden, aber vielleicht brauchen sie einfach nochmal ein Spiel und dann entscheidest es und dann musst du es aber auch so durchziehen, außer natürlich Valero wird wirklich die Wunderheilung und so weiter, dann bin ich natürlich dafür, dass er Innenverteidigung spielt, aber ist einfach sowas, wo ich denke, das solltest du nutzen. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde jetzt auch sagen, dass du in der Abwehr wirklich versuchst, dein Korsett zu finden, was du dann auch in Berlin bringen willst, ne? Sofern das möglich ist. Ich denke nicht, dass Valero bis dahin oder also jetzt bis Berlin auch eine komplette Wunderheilung hat, dass er dann auch die entsprechende Fitness hat. Das könnte uns aber, sag ich mal, für die letzten 30 Minuten, falls es da noch knapp werden würde, noch als Vorteil gereichen, dass wir dann sagen, okay, wir haben jetzt knappes Ergebnis, noch jetzt 0-0 oder jetzt 1-0 vielleicht sogar, wenn wir ganz freudetrunken sind, ja, dann kann es schon sein, ja, und dass wir dann Valero reinstellen, der dann auch für ein bisschen Sicherheit sorgt, kann ich es mir durchaus vorstellen. Ja. Ist ja gut, dass wir diese Option jetzt langsam wieder haben, aber wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, wen wir in der Innenverteidigung in Berlin bringen und da wäre es auf jeden Fall ganz gut, jetzt so einen Testlauf zu machen. Ich weiß halt nur nicht, und das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle, warum eigentlich ein Hector das nicht persönlich, das ist ja ein super Kerl und so, aber warum Hector bevorzugt wird gegenüber einem Russ? Also ich weiß nicht, ich finde es wirklich, ist Russ so schwach aktuell? Also ich verstehe es auch nicht, dass er gar nicht auch ein Rätsel mehr berücksichtigt wird. Ja. Also Hector ist für mich ein allgemeines Rätsel, wie er überhaupt bei Chelsea landen konnte. Also, gut, wer weiß, vielleicht ist es für die Premier League, vielleicht ist er auch für die Premier League echt besser geeignet. Nein, der Spieler, das ist wie von so vielen Spielern, die nie bei Chelsea aktuell wirklich spielen werden. Guck dir doch an unseren Pierre Son und der hatte ja selbst gute Ansätze im Offensivbereich. Der Junge wird von einem Verein zum anderen verliehen. Die versuchen, das ist ein wirtschaftliches Konzept. Du kaufst Spieler günstig oder ziehst ihn in den eigenen Jugendabteilungen gibst denen ein professionelles Standing, dadurch haben sie schon mal den Wert, oh, sie sind bei einem Top-Verein und wenn sie von einem Top-Verein zu einem nicht ganz so Top-Verein kommen, dann kann der nicht ganz so Top-Verein ja denken, na gut, aber für uns reichen die. So, und dann reicht es manchmal reicht es nicht, aber die werden bei dieser eigentlichen Premium-Marke Chelsea nie Land sehen. Da gibt es ganz wenige. Also der Eden Hazard ist jetzt einer der wenigen, die halt wirklich den Sprung dann geschafft haben. Aber so viele andere, wie halt ein Pierre Son, die jetzt in der zweiten Liga rumdümpeln, hier mal ein Tor schießen, da mal ein Tor schießen. Genauso wird die Situation mit Hector auch enden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwann mal in der Premier League großartig Fußball zumindest nicht bei Chelsea. Kann ich mir auch nicht vorstellen, ja. Nee, halte ich auch nicht für sehr wahrscheinlich. Keine Ahnung, das ist halt alles. Und das, ich sehe halt Hector momentan im Spielerischen einfach sehr, sehr beschränkt gegen, was soll ich sagen, gegen Mainz hat er mir gar nicht gefallen. Ja, der Elfmeter, ob es ja einer wäre oder keiner, aber es war unglaublich dusselig und er geht oftmals so dusselig in diese Situation rein. Ich weiß nicht, aber wir haben halt dummerweise halt überhaupt keine Alternativen. Das ist halt, du hast einen Russ, aber Russ scheint momentan nicht das Vertrauen von Kovac zu bekommen und das spricht auch für mich schon eine deutliche Sprache. Und ansonsten war es das. Was ist denn? Regesel ist ja eigentlich ein Rechtsverteidiger. Das wäre jetzt für die Innenverteidigung ist das gar nichts, ne? Ich würde Regesel auf rechts außen stellen. Ich würde dann eher sagen, dass ich Chandler zurückziehe, Oczipka wieder auf links, auf rechts Chandler, Rechtsverteidigerposition, das heißt Hector raus und dann rechts außen dann vielleicht mal den Regesel reinsetzen mit seiner Schnelligkeit oder so. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Mhm. Einfach nur mal ein bisschen was zu testen. Ja. Das wäre eine Option. Das wäre eine Option, ja. Was tippt er denn? Oh, gute Frage. Ich weiß, schwierige Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ich tippe, weiß nicht, 2-4. Mhm. Okay. 2-4. Ich tippe 2-2. Okay. Schwierig. Was sage ich denn? Also eigentlich, ich habe eigentlich kein gutes Gefühl. Aber, ach komm, so ein
ja, so irgendwie ein gegaunertes 1-1. Ja, irgend so ein gegaunertes 1-1. Und so ein einigermaßen versöhnlicher Abschluss, dass wir uns, weil man darf auch nicht vernachlässigen, für die Rasenball-Sportler geht es auch um gar nichts mehr. Ja, die können die Position, die sie momentan innehaben, die zweite Tabellenposition, nicht mehr verlieren. Vielleicht ist der eine oder andere auch schon so ein bisschen mit den Gedanken der Champions League oder im Urlaub, haben wir danach auch nicht mehr wirklich viel zu tun. Also vielleicht profitieren wir davon, dass es für die auch um gar nichts mehr geht. Die haben ja letzte Woche ihr letztes Heimspiel gehabt und dann ergaunern wir uns ein 1-1 und wir gehen dann mit immerhin einem Punkt Richtung Berlin. Das ist dann auch okay. Ich sag 0-2. Okay. Gut. Dann biegen wir ein auf die oftmals beschworene Zielgeraden und steigen ein in unsere beiden Lieblingskategorien und fangen wie jedes Mal an mit der Kategorie Dummschwätzer der Woche. Wir haben zwei Nominierungen, die uns über Twitter hergereicht wurden. Einmal der Herr Hoeneß für seine wunderbaren Aussagen zu seinen Verurteilungen und warum er denn gegen die Presse verloren hat. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Es dürfte so ziemlich jeder mitgekriegt haben. Es ist unglaublich. Tja. Und nicht weniger wunderbar Matthias Sammer für sein Statement zu den Werten des Fußballs auf einer, wenn ich es richtig verstanden habe, Pressekonferenz oder Vorstellung von Eurosport. Ich packe mal den Link zu dem Statement und zu der Twitter-Diskussion mit in die Nominiertenliste. Dann könnt ihr euch das da nochmal in Ruhe angucken. Ich würde gerne noch einführen, als weiteren Nominierten, den Herrn Hübner für seine wunderbare Aussage bezüglich Rebic und dem Mainz-Spiel. Ja, wenn er so mit dran beteiligt ist, wie der Kader da steht, dann soll das im Nachgang nicht so weit den Mund aufmachen. Das hatten wir ja gerade eben schon ausführlich genannt. Und ich glaube, Marvin, du hast vorhin noch einen gewissen Herrn Rangnick da reingeschrieben. Ja, ich habe den Herrn Rangnick nominiert, aber nur, weil er so ein unglaublicher Aufmerksamkeitstascher ist. Also Rangnick, habe ich immer das Gefühl, ist wie so ein kleiner Junge, der immer getätschelt werden will. Oh, das hast du gut gemacht. Oh, super. Und Ralf, ja, Ralle, super. Bist voll der Fußball-Crack und so weiter und so fort. Und jetzt hat er ja wieder eine Aussage getätigt mit dem Tweet auch bei Eurosport.de. Ralf Rangnick verrät eines seiner Erfolgsrezepte von Red Bull Leipzig. Man kann uns vielleicht ein wenig mit Oxford, Cambridge, Harvard oder Yale vergleichen. Die sind nicht wegen ihrer schönen Gebäude Elite-Universitäten, sondern weil sie die besten Dozenten und Ausbilder haben. Das war und ist auch unser Credo. So immer wieder diese Leier. Ne? Vor allen Dingen, als müssten die das da in Bruchbuden machen. Die haben doch alles neu dahingestellt bekommen. Was ist das denn für ein Schwachsinn-Vergleich? Ja. Völliger Schwachsinn, ja. Weißt du, es ist immer wieder dieses getätschelt werden. Ja, du machst es gut, alles. Du hast so tolle Leute eingestellt, wie Cambridge. Du gerade machst aus Dreck Gold. Ja. Er geht mir auch so auf die Eier, der Typ, ey. Ja, das ist wie der Marvin sagt. Das ist dieses, guck mal, was ich gemacht habe. Habe ich gut gemacht, gell? Ja, sehe ich doch. Was ist denn? Die kriegen doch Anerkennung schon. Die kriegen doch, ja, ich glaube trotzdem, der will unbedingt die Anerkennung von den richtigen Fußballfans. Die kriegt der nicht. Die wird der nicht kriegen. Als er damals in Schalke diese Ehrenrunde gedreht hat, hat er das, glaube ich, schon genossen. So in Tradition 2 und er wurde gefeiert danach. Hat er, glaube ich, diese ehrliche Fußballliebe ja gar nicht mehr bekommen. Das ist wie so ein Mathematikprofessor, der irgendwie ans Gute geglaubt hat und seine Studenten haben ihn irgendwann enttäuscht. Und dann ist er in die Wirtschaft gegangen und hat Algorithmen entwickelt, um die komplette Wirtschaft instabil zu machen. So, der dann da sitzt, eigentlich wollte ich was Gutes, ihr wolltet mich nicht, jetzt mache ich hier alles kaputt. So. Und ja, keiner wird ihn feiern, genau, wer soll ihn feiern? Ja. Also wer soll ihn feiern? Soll er in der Hoffenheimer Traditionself aufgenommen werden oder was? Oder soll er Dietmar Hopp? Also weißt du, ich weiß nicht, was er will. Der arbeitet doch bewusst bei Vereinen, die genau diese Emotionen, die der Fußball auch mit sich trägt, nicht hat. Dann muss er auch damit leben, wenn er das alles so technokratisch selber macht, dass er dann auch so behandelt wird. Also es ist doch klar, dass die Vereine, die er betreut, dass da keine Fankultur ist, die ihn ehrt.
sondern die nehmen den halt. Das ist halt ein Business, gell, Ralf, so wie du es selber auch behandelst. Also was will er denn? Das ist halt so. Ja. Du kriegst, genau, wenn du... Das ist genau so wie, sorry, wenn ich da jetzt einhake, aber das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel mit diesem, was du da so gebracht hast. Mir kommt da so ein bisschen vor wie der Riddler, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Gotham gesehen habt. Ihr kennt natürlich die Figur, die Batman-Figur, der Riddler. Der ist auch so ein verrücktes Genie und so weiter und so fort, aber bekommt nie so die Anerkennung, die er sich erhofft hat. Hat so, arbeitet in so einem relativ sterilen Raum und so weiter und so fort und irgendwann wird er halt ein Bösewicht. Irgendwann wird er dann halt ein Bösewicht, weil er da dann sich mehr verwirklichen kann und dann sich und dementsprechend anders seinen Charakter ausarbeitet. Ja, aber genauso ist es halt bei Ralf Rangnick auch. Er bekommt anscheinend halt heutzutage nicht mehr dieses Ansehen, weil er es irgendwie auch mutwillig verspielt hat. Ich erinnere nur daran, dass er irgendwann damals zur Eintracht nicht wollte, weil der Verein war unter seinem Niveau. Ja, und dann tut mir leid, aber dann bekommst du es gerade hier vom Eintracht-Podcast halt einfach hinter die Ohren geschrieben. Ne? Genau, zu Recht. Ja. Jo. Zumal er ja auch Sachen macht, die das ist ja nicht wie einer, der keine Ahnung, Ajay Oxer über Jahre aufgebaut hat aus dem Nichts, sondern das ist einer, der für diese Sachen, die er getan hat, auch viel Geld zur Verfügung bekommen hat. Klar hat er das gut zumindest eingesetzt. Zumindest in eurer Zeit, ja. Mhm. Also wir müssen ja auch sagen, dass Ralf Rangnick in Hoffenheim und Leipzig auch über Mittel verfügt, die viele seiner Kollegen nicht haben. Der kann diese Trainingszentren und so kann er ja dahinstellen. Und kann die Mitarbeiter anheuern, kann Jugendspieler für teurer Geld verpflichten und dann sich hinstellen und sagen, ja, wir in Leipzig, wir setzen auf die Jugend. Ja, in Leipzig auf die Jugend setzen heißt, jungen 13-Jährigen schon 1.000 Euro im Monat zu zahlen. Ja, genau. Kann man ruhig auch mal sagen. Das ist der Punkt. Das ist ja nicht keine ehrenamtliche Jugendarbeit, die dort betrieben wird, sondern das ist knallhart. Das ist der Fußball auf die Spitze getrieben. Power, 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 Hire and Fire. Wenn du es nicht bringst, haust du ab. Mhm. Und Mitarbeiter, Wissenschaft, gibt kein Essen. Ja, und was dazu führt, das ist ja, glaube ich, sogar mal ein ehemaliger Eintrachtspieler, der jetzt auch wieder zurückgekommen ist. Scheinbar gibt es in diesen Internaten von Leipzig ja einen Markt für Fertiggerichte, der das dort verkauft hat und deswegen rausgeflogen ist. Ach was. Kann man auch ablesen, wie es dort zugeht, dass wenn die Leute so süchtig sind, das ist ja wie wenn du Bier im Knast verkaufen kannst oder irgendwas. Ach was, das ist ja krass. Ja. Hast du ich habe nicht mitbekommen. Aber der Spieler, der von Leipzig zurückgekehrt ist, der 16-Jährige, ne? Daschadov oder irgendwas. Mhm. Ich bin mir nicht genau sicher, wie der Name ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist der bei Leipzig geschasst worden und unter der Hand wurde gesagt, dass er in einem Internat für Aufsehen gesorgt hat, weil er seinen Mitspielern Fertiggerichte verkauft hat. Das ist die absurdeste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ich google das nochmal, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, ich meine schon. Ich google das auf jeden Fall. Bitte, naja. Bitte. Okay. Erwillert. Naja, gut, okay. Falls wir was finden, hängen wir den Link dann in die Shownotes auf jeden Fall und dann werdet ihr was Lustiges zu lesen haben. Ja, Renat Dadaschow, Skandalprofi, will Deutschland abkochen. Das ist ein Bildlink dann. Ja, den kann ich leider nicht öffnen, weil ich den Adblocker anhabe. Ja. Naja, wie gut. Aber gut, auf jeden Fall, wir schicken da nochmal einen Link rum, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall. Okay. Schade, dass wir nicht lange über Uli Hoeneß gesprochen haben, ist vielleicht besser. Ja, ich hätte gerne gewusst, was ihr dazu sagt. Du, ich hätte am liebsten mal wieder über Kalle sprechen können. Irgendwann wir wiederholen uns halt einfach mit diesen Figuren. Ja, sie drängen Kalle, sich einem ja auch auf. Also gerade in dieser Kategorie. Wahrscheinlich Rummenigge steht echt schon im Verdacht, dass er genießt, dass er jede Woche ist und der macht diese Aussagen nur. Der will halt auch mehr Aufmerksamkeit haben, das merkst du. Ja, der freut sich. Ich glaube, Kalle hört auf jeden Fall diesen Podcast. Der passt sicher auch. Und warum auch nicht? Oh Mann, ey. Naja, warum gut, auch okay. Nicht? Gut, dann haben wir vier Nominierte diese Woche und ihr da draußen dürft wieder abstimmen, wer der Sieger ist. Oder mir ist was eingefallen, vielleicht können wir Kalle Rummenigge beim TK Schland endlich diese Büste überreichen. Wenn wir schon mal in München Wir haben doch sowieso schon viel vor. Ja, aber selbst wenn es auf offiziellem Wege nicht gehen, könnten Sie vor die Tür stellen. Gehen wir nachts auf die Säbener, die Säbener Straße und machen das natürlich. Stellen es da ab und schreiben für Kalle. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht findet der Christian Ortleb das und berichtet dann drüber. Oh Gott. Wird immer absurder. So,
Also, ihr da draußen stimmt ab, wer von den vier Nominierten euer Dummschwätzer der Woche ist, und wir werden dann in der nächsten Woche das Thema auflösen. Was wir jetzt schon auflösen können, sind unsere Empfehlungen für diese Woche, und da haben wir zwei, die darf der Basti mal vortragen. Das eine ist irgendwie so ein komisches Meet und Greet, und das hat irgendwas mit so einem Glaskuchen zu tun am 24.06. Herr Basti, erklären Sie das mal. Was soll ich erklären? Ich habe dich eben echt abgehakt gehört. Was? Jetzt mache ich eine großartige Einführung und die Technik spielt uns hier wieder einen Streich. Ich gehe davon aus, dass du meinst, dass wir unser unser jährliches Eintracht Frankfurt Podcast Sommerfest dieses Jahr nicht in Fechnheim bei Mathilda Glaskuchen abhalten werden, sondern auch bei Mathilda Glaskuchen, aber auf der Schweizer Straße. Vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen für den einen oder anderen, der dann auch mehr trinken kann, weil er nicht im Auto fahren muss. Und das Ganze wird am 24.06. stattfinden. Da ist auch das Schweizer Straßenfest. Und da haben wir gedacht, das ist so ein schönes Venue, dass wir uns alle mal treffen können und so, um sich ein bisschen auszutauschen, wie die Saison, wie alle das so erlebt haben. Und ich fand es letztes Jahr eigentlich ziemlich cool, die Leute auch mal alle persönlich kennenzulernen, mit denen man auf Twitter ab und zu schreibt. Und das würden wir gerne wiederholen. Und da wir einen Laden dort eröffnen und da eine Feier stattfinden wird mit DJ, Bier, Sekt, Kuchen, allen möglichen Gedöns, haben wir gedacht, das können wir verbinden, weil Mathilda Glaskuchen und Eintracht Podcast sind ja auch in gewisser Weise miteinander verbunden. Und hat sich angeboten. Und da wir auf dem zum Ticker Schland fahren, können wir auch nicht so viel organisieren. Da habe ich mir gedacht, das nehmen wir doch mit. Und da ihr allein verstanden wart, hoffe ich, dass die Hörer es auch sind. Also könnte man schon mal Save the Date sagen, 24.06. so ab 16, 17 Uhr auf der Schweizer Straße 69 in der Höhe vom Apfel beim Wagner. Genau. Hervorragend erklärt, und wir werden das auch in den nächsten Wochen euch noch ein paar Mal darauf hinweisen und auch rechtzeitig auf der Webseite nochmal eine kleine Ankündigung dazu schreiben, und vielleicht könnt ihr ja unseren wunderbaren Slack-Chat für das eine oder andere schon mal nutzen, um euch zu organisieren, falls ihr von weiter weg anreist, vielleicht finden sich ja noch andere, könnt ihr Fahrgemeinschaften organisieren. Genau. Busunternehmen. Und die zweite Empfehlung, die wir haben, es findet in diesem Jahr auch im Rahmen des Tag des Fußballs wieder dieses wunderbare Torwandschießen statt. Wir werden, glaube ich, diesmal nicht als mit dem Team da auftreten, aber trotzdem sei es erwähnt, dass das auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Ich schmeiß mal den Link zur Facebook-Seite und zur Webseite in die Shownotes. Wer Bock hat auf Torwandschießen, kann sich da informieren, und ich meine, da wäre auch ein Anmeldelink, oder? Ja, man kann sich dort anmelden, und diesmal ist der Eintritt auch frei, weil kein Public Viewing ist. Also genau. Da ist eine kleine Fußballmesse. Ich bin auch dort, bisschen verteilt ein paar Kuchen. Mathilda Glaskuchen hat auch ein Team am Start. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird, und ich hoffe, dass es eine runde Veranstaltung wird als kleiner Saisonabschluss nach der Eintracht. Ich glaube, man kann sogar auch, was nicht ganz so interessant ist, vielleicht jetzt nach dieser Rückrunde, der Rasen wird weggemacht und man kann dort 10 Euro spenden und sich ein Stück mit nach Hause nehmen. Das wäre interessanter, wenn dort auf dem Rasen sich Historisches zugetragen hätte. Ich wollte es trotzdem nur mal erwähnen. Ja. Genau, also wer noch Rasen für zu Hause braucht, genau, kann sich für 10 Euro könnte ein Stück bekommen, einpflanzen und dann mal gucken, vielleicht irgendwann für mehr Geld verkaufen, weiß man ja nicht. Gut, wie war es? Gut. Habt ihr sonst noch Empfehlungen außer den beiden, die wir hier haben? Ist euch noch irgendwas spontan eingefallen? Nee, ich will noch ganz kurz ein allgemeines Statement abgeben und sagen, dass ich echt keinen Bock mehr habe, dass ich andauernd jedes Jahr auf bezüglich Rostock erinnert werde. Leute, das ist, der ganze Scheiß ist 25 Jahre her, und wir haben in einer Woche Zeit und die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben, und dann soll diese ganze Kacke endgültig vergessen sein. Es ist echt langsam gut. Es ist jetzt echt unglaublich lang her. Wir sind nicht ewig gestriges Deutschland, sondern wir können uns daran laben und haben die Hoffnung, dass wir irgendwann oder in der jüngsten Zukunft einen neuen Pokal in die Höhe strecken, und dann ist auch wirklich mal Schicht im Schacht hier. Es geht mir nämlich total auf den Sack, diese Berichterstattung. Ja, vor 25 Jahren und ein Tag der Schande und so weiter. Ist jetzt gut jetzt. Damit haben wir überhaupt gar nichts mehr zu tun. Das nervt jetzt. Nervt jetzt wirklich. Ja, weil natürlich habe ich das irgendwie auch so ein bisschen miterlebt. Natürlich nervt mich das auch, aber irgendwann muss auch mal gut sein. Ich glaube, die Eintracht lebt besser, wenn sie das einfach mal das weiß, dass es passiert ist, dass sie mal nah dran waren, und das ist auch gut so. Ja, finde ich auch richtig gut so. Aber dass man nicht immer wieder so damit anfängt, mit dieser, mit diesem Damoklesschwert, was über einem schwebt bezüglich dieses dämlichen Dings da, was da vor ein paar
vor über 20 Jahren. Weiß nicht, keine Ahnung. Mich hat es heute wieder genervt. Keine Aussagen kann ich unterstützen. Ich habe aber dadurch, dass es heute wieder überall aufgeploppt ist, gemerkt, wie sehr mich das immer noch belastet. Also ich kriege trotzdem noch so ein komisches Gefühl im Bauch, wenn ich an diese Zeit denke, als kleiner Junge, weil ich das nicht irgendwie verkraftet. Ich habe es bis heute nicht verkraftet und deswegen will ich teile ich deinen Wunsch. Ich will auch gar nicht mehr daran erinnert werden, weil das irgendwie, ich war noch klein und ich war, glaube ich, was, war ich 10 Jahre alt und ich habe es irgendwie nicht verstanden, was da passiert ist und bis heute fuckt es mich richtig ab und Alfons Berg wird immer in meinem Kopf sein, aber ich schließe mich dem Marvin an und denke, das muss auch irgendwann mal gut sein, weil du ja dann auch, sondern sonst selbst, du schreibst deine eigene Geschichte ja dann auch mit solchen Sachen, wenn du dich ständig daran erinnerst, dann kannst du ja auch nicht vorangehen, wenn du ständig denkst, oh, da war es, das passiert ja, dann mach halt was Neues. Und irgendwie scheint die Eintracht ja nicht zu schaffen, wenn wir uns immer noch an solchen Dingen festhalten müssen. Wenn man denkt, hier, wir waren fast Meister gewesen. Das denkst, ist aber genau für mich der Ansatz. Genau da für mich der Ansatz. Du musst ja eigentlich daran anarbeiten, musst sagen, ja, guck mal, wir haben es schon so weit geschafft, aber wir müssen mal sehen, dass wir es wieder dahin schaffen. Das, genau, das ist nämlich der Punkt. Das sollte lieber eine Erinnerung an was Positives sein, dass du mal so nah dran warst und dass du als Ziel hast, für die Zukunft wieder dahin zu kommen und dann vielleicht den nächsten Schritt irgendwann zu gehen. Genau das ist es. Weil ich glaube, dadurch ist wirklich viel kaputt gegangen in dem Kopf vieler Leute, also in dem Gedanken bezüglich der Eintracht, dass das irgendwie, oh, jetzt schaffen wir das nie mehr und so. Was aber Bullshit ist. Natürlich schaffst du das wieder. Du kannst es irgendwann wieder schaffen, aber du brauchst eine kontinuierliche Arbeit und du brauchst einen kontinuierlichen Aufbau des Vereins, der Mannschaft und so weiter und so fort. Aber das ist nichts, was unerreichbar ist, auch wenn es aktuell schwieriger denn je scheint. Aber ich denke, man sollte nicht immer sagen, ja, und damals, jetzt wird nie mehr, und jetzt ist der Eintracht so ein Kackverein. Nee, Bullshit. Auch jetzt geht's wieder weiter. Und wie geil es ist, dass wir in knapp einer Woche, ein bisschen mehr als einer Woche, die Möglichkeit haben, seit 1988 den ersten Pokal in die Höhe zu strecken. Wie geil das wäre. Und daran müssen wir uns die nächsten Wochen klammern. Und dann kann das richtig geil werden. Ja. Ich habe noch eine Breaking-Empfehlung von René, den schicke ich dir gerade zu. Ja. Da ist ein längerer Artikel bei Transfermarkt.de über unseren Neuzugang. Wer noch mit Informationen versorgt werden will, da sind auch Leute, die ihn aus Holland kennen, äußern sich. Also ganz interessant, ist ein bisschen länger, was auch ganz gut ist, dass man vielleicht mal irgendwas über ihn erfährt, weil ich zugeben muss, dass er mir bis vorher noch nicht begegnet ist. Ja, das war ja das, was ich vorhin auch gesagt hatte, dass ich den Spieler auch noch nicht so auf dem Schirm hatte, aber danke für den Link. Ich schmeiß den mit in die besagten Shownotes zur Folge 266 und dann könnt ihr das alles da nachlesen. Auf der Seite findet ihr denn, ja? Ja, was ganz lustig, ich habe eigentlich nur ein Spiel von ihm großartig mal gesehen. Hat er zwei Tore gemacht und eins davon, ein Elfmeter. Also Elfmeter kann er schießen. Also der ist wirklich kein schlechter Spiel. Ich glaube, ich habe im 14. Spieltag, glaube ich, diese Saison gesehen und das hat er echt ganz gut gemacht. Okay. Also ich hoffe, dass er das auch dann bei der Eintracht zeigt. Schauen wir mal, verkehrt sein. Wie viele Elfmeter wir im nächsten Jahr zugesprochen bekommen. Elfmeter ist auch so ein Stichwort, was wir bei unserer Saison-Rückrundenanalyse ganz vergessen haben. Wenn wir sagen, dass die und die Spiele hätten dafür sorgen können, dass das und das passiert, hätten wir eine bessere Elfmeterquote gehabt, würde es auch besser aussehen. Da kommt echt viel Dreck zusammen. Da können wir, glaube ich, eine lange Liste machen von was wäre, wenn. Und das sollten wir vielleicht auch tun. Aber das ist ein Thema für nach dem Pokal. Genau. Yes. Und damit machen wir für diese Woche den Sack zu und damit auch gedanklich schon erstmal so halb den Gesamtsack für das Thema Bundesliga. Nächste Woche werden wir uns vorrangig mit dem Ausblick auf das Pokalfinale beschäftigen. Wir nehmen wieder am Dienstag auf, diesmal zur späteren Zeit und macht euch drauf gefasst, es wird ein reiner Pokal-Hype. Wer live mit zuhören möchte, der findet den Link und alle Informationen auf eintracht-podcast.de. Da einfach mal auf die Seite live klicken. Da findet ihr dann den Livestream und auch den Weg zu unserem Chat, der mit Sicherheit auch reichlich gefüllt sein wird, so wie heute. Vielen Dank an alle, die im Chat mitgemacht haben. Vielen Dank an Dennis, Marvin, Basti für die Sendung in dieser Woche. Und ich würde sagen, wir genießen den Rest der Woche. Genießt das Heimspiel am kommenden Samstag gegen Leipzig und macht euch danach auf den Weg zum Pokalfinale. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.